Wir mit ein paar entspannten Inseln starten und dann ein paar höchstwahrscheinlich weniger entspannte Königsruns noch machen, wenn wir schöne Gruppen voll bekommen. In New World muss man selber aktiv ziehen, also RIP DPS bei mir ziehen vor allem, also vielleicht sich selber durch den Kakao, aber zielen zum Beispiel, ja, und zwar Ausweichrolle und sowas, Kaino, ne, oh, da kommen wir richtig ins Schwitzen. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, mal gucken, was da so auf uns zukommt. Und steckt ja alles in den Kinderschuhen. Na, deswegen kann man da durchaus Großes erwarten. Nur wissen wir ja sehr genau, dass wenn wir zu Großes erwarten, dann können wir auch nur enttäuscht werden. So wie wir das mit unserem Hype, den wir gegenseitig befeuert haben, stets vor den jüngsten WoW-Entwicklungen, Cinematics und Co. getan haben, müsste man es eigentlich besser wissen. Aber ich hype mich trotzdem immer komplett des Todes. Keine Ahnung, es macht ja auch Spaß, oder? Sich so völlig geisteskrank vorzubereiten und dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden, aber scheiß doch der Hund drauf, dafür ist die Phase davor sehr geil. Für Königsruhe habe ich meine Tanks am Start, konnte gestern nicht mehr mit, weil ich bei meiner Madame war. Ja, das geht natürlich vor. Absolut. Gestern war sowieso sehr, sehr seltsam. Also sowohl unsere Themenpalette von wie wird die Kacke hart, bis hin zu ist der Jobmarkt aktuell gerecht. Was da wieder los war, kann ich euch auch nicht sagen, aber das war sehr abenteuerlich und auch die Run-Verteilung. Ne, wir hatten irgendwie zeitweise im Tool für Königsruhe so viele Leute, hätten wir 5 Gruppen auf einmal bauen können. Dann hatten wir auf einmal gar keinen mehr und dann loggen wir auf Alis Seite und da war plötzlich wieder 5-mal so viel los. Also ich weiß nicht, was gestern los war. Irgendwas war kaputt, eine Störung der Matrix oder der Macht oder beides. Wir werden sehen. Das Streamer-Luck sei mit dir, oder war es doch die Macht? Da sind wir wieder. Fragen über Fragen, liebe Leute. Hauptsache irgendwas. Gucken wir mal, ob es hilft oder auch nicht. Kann man das Mount handeln, wenn man den Boss in einer Gruppe tötet? Ich hab das schon. Wenn du willst, könnten wir dann die Chance verdoppeln. Ich bin mir nicht sicher, ob das droppen kann, wenn man es schon hat. Ich würde spontan sagen, ja, aber wirklich viele Geschichten davon gibt es, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall sollte es so sein, dass wenn es doppelt droppen kann, dass man es dann auch handeln kann. Ist ja zum Beispiel bei dem weißen Falkenschreiter in der Terrasse des Magisters auch so, ne? Und das ist ja auch bloß ein Dungeon, wo man mit der Gruppe quasi reinrennt. Wünsche dir viel Glück, hab Molly vorgestern bekommen. Nice. Geht's Sadie. Dinistrio, hi, paar Inseln, bisschen Königsruhm. Kann man die Mounts aus dem Dungeon verkaufen? Nee, verkaufen kannst du die nicht. Also vielleicht beim Händler für ein Gold, aber jetzt so richtig handeln und Handelschannel und Auktionshaus, das geht tatsächlich nicht. Das geht, glaube ich, auch nur mit diesen World-Drop-Mounts, ne? Jetzt die Hyäne aus Voldun und so. Oh, der ist schon Infight. Oh, das schaffe ich doch nicht mehr. No, Klassiker. Wobei Klassiker wäre gewesen, wenn er im Sturmangriff umfällt, bevor ich ihn einfach, bam, wegzimmern kann. Woher weißt du eigentlich so viel über WoW? Ne, ich spiele seit Burning Crusade, das sind viele, viele Jahre. Ich habe alle Bücher gelesen, die es gibt. Das sind mittlerweile, viele, mein Regal ist voll. Und ja, ich betrachte halt sehr viele Sachen. Ne? Sehr viele Beiträge lese ich, viele Bilder schaue ich mir an. Ich denke viel nach über das, was passiert. Und so kommt das dann. Lausbub, danke schön für dein Abo-Geschenk. Und Nossi mit 10 Monaten hinterher. Vielen, vielen Dank. Haben wir ein Grüppchen offen? Vor 2 Minuten, der liegt doch auch schon im Dreck, oder? Erzählt mir doch nichts, Leute. No, er ist noch in Fight. Er hat noch über 10%. Let's go, okay. Das war mal gut reingelackt. Das war jetzt der Ausgleich tatsächlich. Finde ich klasse. Let's go, 60 Gold. Naja, es hätten ja auch nur 10 Gold sein können. Wir wollen mal ganz positiv denken. Und die nächste Gruppe, der nächste Try, der wird bestimmt nochmal bisschen geiler. Exenor, hallöchen, hast du eine Katze? Wenn ja, wie oft gehst du mit ihr Gassi? Ich habe einen wunderschönen Kater, den könnt ihr auf Insta und Twitter regelmäßig bewundern. Aber Gassi gehe ich nicht, nein, ist ein reiner Stubentiger. Extrawelt, hallöchen. Craft macht irgendwann Bücherei auf, wo nur WoW-Bücher sind und er liest ein paar Seiten für die Kinder. Ja, das wäre dann so. Jetzt ist mein Kätzchen sogar gerade da, seht ihr, und spielt hier irgendwie an seinen Knistertunneln rum. Hat er gehört, dass er angesprochen wurde. Das ist dann so eine Geschichte, so kurz nach dem Lottogewinn, ne, wo man sich dann keine Sorgen mehr machen muss. Nie wieder, dann baust du dir einen Atomschutz-WoW-Bücherkeller und dann geht das richtig nach vorne mit den Kellerlesungen. So, da macht man dann richtig, wie bei Nightwash in ihrem Comedy-Waschsalon, ne, haben wir dann den Nerdkeller. Richtig nice, da sehe ich mich. Sind das viele Bücher, die es zu WoW gibt? Ja. Sehr viele. Kannst du ja mal das Selbstexperiment machen und gibst mal bei einem Online-Versandhaus deiner Wahl WoW-Buch ein
Und dann scrollst du mal 10 Seiten. Da gibt es ja Romane, Kurzgeschichten, in Form auch dann von Taschenbüchern. Es gibt Comics und. Also wirklich ganz, ganz viele Sachen, auch in unterschiedlicher, ich sag mal, literarischer Ausgabe dann letztendlich. Ne? Und wenn du da anfangen willst, also, ich sag mal, da bist du beschäftigt. Zumal ja auch immer neue rauskommen. Jetzt vor kurzem kam ja erst das Neueste raus, was wieder die Geschichte zum Add-on-Wechsel quasi zusammenfasst, ja. Und da vieles offenbart, was man in-game wieder gar nicht mitbekommt. Und es ist wirklich unglaublich viel. Und das hilft einem natürlich, wenn man sich mit der Story beschäftigt, all diese Bücher gelesen zu haben. Über die Jahre verblasst das Wissen dann hin und wieder. Aber deswegen reden wir ja ganz häufig drüber. Ich mache ja Videos über den Kram, da frischt sich einiges auf, ne. Und deswegen finde ich es immer ganz schwierig, wenn Leute anfangen, Lore-Videos zu machen zu irgendwelchen Hype-Phasen und spielen weder WoW, noch haben sie jemals ein Buch gelesen und erzählen dann Leuten irgendwas über diese Welt. Da kommt ihr schon als Übernerd so ein bisschen die Galle hoch, ne? Das ist ja auch ganz belastend, die Geschichte. Bestimmt auch so dicke Dinger. Ja, es geht. Also es ist jetzt keine Enzyklopädie, es ist kein Telefonbuch, aber es sind schon ordentliche Romane, ja, auf jeden Fall. Nasrael, hallöchen. Grüße. Erstmal Kaffee holen. Ja, ist ja auch wichtig. Man muss ja ein bisschen fertig sein. Also fertig sein nicht im Sinne von, bin so fertig, Leute. Sondern im Sinne von bereit, um in den Tag zu starten. Ne? Klar. Hey Craft, bei dem Humble Bundle von WoW-Büchern, welches Paket würdest du da empfehlen, wenn ich bisher keins gelesen habe? Eher erstmal nur das Grundpaket oder die zweite Stufe oder gleich das ganze Paket? Du, das kann ich dir tatsächlich spontan gar nicht sagen, da ich mir diese Angebote nicht angesehen habe. Ich weiß nur, dass sie existieren, ich habe es auch geteilt. Aber was da jetzt wie und warum am besten ist, das habe ich mir nicht angesehen. Generell haben wir eben schon gehört, dass es unglaublich viele WoW-Bücher gibt. Das heißt, wenn ihr wirklich anfangen wollt, das zu lesen und ihr seid nicht die Leseratte vor dem Herrn, ja, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich absterben. Weil gerade der Urschleim kann sehr uninteressant sein für die, die jetzt nicht wissen wollen, was die Kultur jedes einzelnen Ork-Clans ist und so weiter und so fort. Ja. Dementsprechend müsst ihr euch wirklich ein bisschen selbst reflektieren und euch fragen, wie heftig werde ich da reinlesen und wie hoch ist die Chance, dass wenn ich der Reihenfolge nachgehe, dass ich einfach absterbe. So. Und ich denke, viele werden sagen, allein schon zeitlich, ja, dass es schwierig ist, wirklich jetzt von 0 auf 100 das Ganze dem roten Faden entlang zu erarbeiten, weil irgendwo wird es ein Thema geben, was einfach nicht ganz so interessant ist für einen selber. Und darum sage ich immer, dann sucht euch etwas aus, was euch wirklich interessiert. Ihr seid zum Beispiel Manga-Fan. Dann gönnt euch diese Comics, ja, gönnt euch diese kleineren Bücher. Da gibt es tolle Reihen wie die Warcraft Legends Comics, ja, das eben comichaft erarbeitet, wie Draka zu einer großen Kriegerin wird, wie der Dunkelmond-Jahrmarkt funktioniert und. Wenn ihr sagt, boah, ich hab so Bock auf Shadowlands, hab so Bock mehr von Arthas und dem Lichtking zu wissen, das ist super, denn ich habe gute Nachrichten. Es gibt einen eigenen Roman, Arthas Aufstieg zum Lichtkönig, dann lest ihr da rein und so weiter und so fort. Und das kann natürlich schwierig sein, dann einen gesamten Überblick zu erhalten und alles richtig zu verknüpfen. Wenn man aber WoW-Spieler ist, dann bekommt man das eigentlich sehr, sehr gut hin, sowohl was die zeitlichen Parameter als auch die Verknüpfungen angeht. Denn wir haben nicht nur diese ganz vielen Bücher, sondern wir haben auch unterschiedliche Zeitlinien. Wir haben unterschiedliche Autoren, wir haben unterschiedliche Betrachtungsweisen und Charakter, ich sag mal Erklärungen, ja, weil der eine den so beschreibt, der andere möchte den lieber so sehen und. Es gibt natürlich immer Überschneidungen, weil die Schirmherrschaft, die hat natürlich Blizzard inne, aber man wird hier und da ein bisschen verwundert sein und das lässt sich nur minimieren, indem man eigentlich so gut wie alles gelesen hat und dann dieses Gesamtbild quasi zusammensetzt, wie so ein Puzzle nach und nach. Das Einzige, was man natürlich nicht durcheinander lesen sollte, sind dann so feste Trilogien und Co. Krieg der Ahnen zum Beispiel, Nachtelfen gegen brennende Legionen, Aufstieg wie auch Fall von Achara und solche Sachen. Sowas sollte man natürlich dann nicht durcheinander lesen, aber ansonsten nehmt euch das Thema, was euch interessiert, nutzt die Keywords, sucht bei Amazon und Co. von mir aus, ja, und dann sollte das kein Problem sein, auch das passende erste Buch für euch zu finden.
Sagte er gestern Abend, dass ich aktuell in Düsterbruch bin? Ja. Naja, was soll ich sagen, bin immer noch da. 21 T-Mox fehlen noch, aber bin jetzt im Ogerviertel. Dort gibt's am Ende eine Kiste, wenn man bis auf den Endboss alle Bosse am Leben lässt, den einen in die Eisfalle packt und den vorletzten mit der Ogerverkleidung wegschickt. Leider hat die Truhe 25 Random-Loot-Teile, wovon ich 10 brauche. 7 habe ich schon nach 35 Runs. Wow, okay, das wird auch bedingt durch die vorherigen Bosse, wusste ich gar nicht. Ich dachte, die spawnt immer, wenn man am Ende den Berater einfach am Leben lässt, ne? Aber das skaliert dann auch damit. Wieder was gelernt. Ja, krass, macht dann natürlich richtig Laune, wenn man lauter Kack beachten darf, ne? Beim Durchrennen. Oh Gott. Heftig. Suche ein Buch, um Orkisch zu lernen. Ja gut, das könnte dann schwierig werden. Da musst du dann noch auf eine Übersetzung warten. Für die ersten Sachen. Ach man. Freunde, wir wollen erstmal 2 Inselrunden drehen. Und ich muss nur gucken, mit was ich noch nicht war. Ich glaube, meine Tanks waren schon fast durch, oder? Wo sind sie denn? Hier. Nö, mein Monk war zum Beispiel noch gar nicht. Mein Charmy auch nicht. DH auch nicht. Ja komm, dann machen wir DH und Charmy, würde ich sagen. Da kann ich ja sogar mal ein bisschen Schaden drücken. Ist doch herrlich. Aufstieg des Lichtkönigs ist ein guter Anfang, finde ich. Ja, jetzt auch eben passend anhand des Aktuellen. Ja, das sind eben genau solche Sachen, die man da bedenken sollte, was eben auch das eigene Binden an das Buch, an die Gesamtstory angeht. Ja, nützt ja nichts, wenn du jetzt mega Bock hast auf Shadowlands und fängst dann beim Urschleim an und liest dir jetzt langsam durch, wie Gul'dan eben aufsteigt in den Reihen der Orks und denkst dir, bäh, das ist völlig uninteressant hier, ja. Also an sich ist das natürlich interessant, aber wenn du das nicht fühlst gerade, dann wirst du absterben und höchstwahrscheinlich nie wieder reinfinden. Also das sind leider die Fälle, die ich auch kenne, und zwar zuhauf. Und darum empfehle ich das immer so ein bisschen auf Eigeninitiative, ne. Gucken, was interessiert mich, wo fange ich an. Und wenn man aktiv spielt, dann kann man das auch einordnen, egal wie rum man das jetzt eben liest, ne. Definitiv. Serlach, Hallöchen. Krieg der Ahnen wollte ich nach Aufstieg der Horde anfangen. Ja, Krieg der Ahnen ist auch eine sehr, sehr schöne Reihe, wo man viel über diverse Nachtelfen erfährt, die auch mit Shadowlands nochmal durchaus wichtig werden könnten. Halkster, Hallöchen. Grüße. Das Add-on heißt Saved Instances. Da seht ihr alle IDs und Co. eurer Charaktere. Es gibt ja Rezepte für Items, die man nicht mehr bekommen kann. Weißt du, ob die eventuell noch im Black Market AHA zu bekommen sind? Nee, weiß ich leider nicht, weil ich mich weder mit dem AHA noch mit den Rezepten großartig beschäftige. Wenn das jemand weiß, ob es da auch wirklich nicht mehr erhältliche Rezepte gibt, dann erleuchtet uns gern. Lucky Lou, hi. Ich bin mir nicht sicher, aber gab es mal Ingame-Sprachbücher, also Bücher für die anderen Rassen? Ingame-Sprachbücher, also es gibt Vertonungen in Form von Hörspielen und Co., zum Beispiel 1000 Jahre Krieg, ja, als Übergang von Legion dann Richtung Argus zum Ende hin eben, ja. Da hat Blizzard bzw. WoW verschiedene Hörbücher veröffentlicht, aber Ingame zu Rassen und so, das sagt mir erstmal gar nichts. Christa, Hallöchen, Grüße, hab auch damals mit Arthas angefangen und das ist auch der Grund, warum Wotica immer mein Lieblings-Addon sein wird, ja. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf, oder wie war das? Jetzt rein von den Hörbüchern gesprochen. Bitte keine Bücher in die Ohren stecken, Freunde. Okay, organisierte Gruppenbenutzer definiert LOHL. Wer Bock hat, eben mythisches Inselcap, der kann ja gerne mitkommen, bisschen Gear mitbringen und dann Attacke. Ja moin, mein gutes Sir. Schaffe es auch endlich mal wieder in deinen Stream mit meiner Anwesenheit. Schön die Aufwertung. Küsschen aus Nüsschen, Grüße gehen raus. Hoffe, hast ein nices Weekend. Und wir gucken mal, ob wir eine nice Inselrunde drehen können. Ja, das sieht doch schon mal lecker aus. Wir gucken mal, Vario und Hexer. Einwandfreie Nummer. Dann können wir uns schön schnell die hoffentlich 5000 Gold holen. Das wär's natürlich. Hast du jemals Sinrock den Weltenzerstörer gefarmt? Ich glaube nicht. Nö, ich bin mir aber gar nicht sicher, um ehrlich zu sein. Müsste ich jetzt nachgucken, aber ich meine, dass das eine der Sachen ist, die ich mir nie gegönnt habe. Nee. Noki, Hallöchen. Grüße, Grüße. Hast du irgendwo eine Liste von einem Interface? Jo, Ausrufezeichen Add-ons und schon kommt ihr zum hauseigenen Infovideo, wo ich alles im Detail erkläre. Mantusa, hi. Gerade mit all meinen 18 Chars Kraulok besucht. Wieder kein Alpaka. Ich habe Angst, dass mich auch dieses Schicksal wieder ein weiteres Mal ereilen wird, aber noch habe ich Hoffnung. Hab, glaube ich, erst 4-mal oder so den Kollegen umgehauen in dieser ID. Mal sehen. Ist noch ein bisschen Zeit, ne? Ist noch so ein kleines bisschen Zeit.
Es gibt ein paar Rezepte im Black Market, aha, aber keine Ahnung, ob die nicht mehr erhältlich sind. Ja, da guckt man dann auch nicht so ganz genau hin oder hat die alle im Kopf, ne? Aber wenn es da Rezepte gibt, dann kann es natürlich sehr gut sein, dass davon auch einige mittlerweile nicht mehr drin sind, ne? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, muss man vielleicht mal im Auge behalten im Zweifelsfall. Einfach einen Char hinstellen und dann bam, sofort zuschlagen. Und dann ist es ja so, dass man im Idealfall richtig Kohle rauspressen kann, ne, wenn man solche Rezepte dann hat. Ich meine, ist ja nicht so, dass jetzt tagtäglich jeder irgend so ein altes Teil sucht für die Vervollständigung des Mogs oder für die Lulz. Aber wenn, dann kann man die Cash Cow natürlich ordentlich melken, ne. Absolut. Darkrunner, hi, habt ihr in der Gilde noch ein bisschen Platz für Shadowlands und seine Raids? Nee, tatsächlich nicht. Unsere Gilde ist dauervoll. Wir haben aktuell 1011 Member und die Bewerberliste von gestern sieht aktuell so aus. Mehr Infos dazu und wie man in die Gilde kommt, findet ihr im hauseigenen Gilden-Info-Video raus. Ausrufezeichen Gilde. Einmal reinhören und ihr wisst genauestens Bescheid, wie das läuft, wie das aussieht und hab drüber nachgedacht, auf Erida zu wechseln, jetzt wo die Char-Dienste billig sind bis November. Ja, da bist du auf jeden Fall auch nicht der oder die Einzige. Das machen viele so und auch der Shadowlands-Hype hat uns wieder richtig schön in die Bewerberlistenphase der Gilde gekickt. Die hat nach 8.3 bzw. Richtung Shadowlands-Flaute bisschen abgenommen, aber mittlerweile ist es wieder so krass, dass wir kaum Platz haben, dass wir auch kaum inaktive Member zum Kicken haben, also... Wer in der Gilde ist, der hat Glück gehabt, alle anderen müssen vermutlich mit den Bewerberlisten noch ein bisschen warten, bis wir da wieder Platz schaffen. Und mit Shadowlands könnte es erstmalig so sein, dass wir wirklich so viele Member und davon so viele Aktive haben, dass erstmal komplett voll ist. Das hatten wir tatsächlich noch nie. Bisher in ganz BFA und auch in Legion war es dann immer so, dass wir inaktive Leute zur Verfügung hatten, die dann länger als 2 Wochen unabgemeldet fehlten, die dann rausgeflogen sind, um Platz zu schaffen. Dann konnten wir neue einladen, aber wenn das jetzt in diesem Ausmaß so weitergeht bis Shadowlands, dann weiß ich nicht, wo das noch hinführt. Dann darf man sehr gespannt sein, auf jeden Fall. Vince, 6 Monate, dankeschön, vielen, vielen Dank. Wie geht's dir? Ja, ganz gut, also morgens bin ich immer generell noch ein bisschen im Arsch, ne? Meine Stimme und meine Augen und meine generelle Wahrnehmung und Hirnleistung, das ist alles noch eingeschränkter als ohnehin schon, lul. Und davon abgesehen eigentlich alles fresh, ne? Es ist angenehm kalt. Ich hatte jetzt seit ein paar Tagen keine Pollenallergie-Kicks mehr. Und das ist wirklich schön, ne? Einfach so atmen zu können, ohne dass deine Lunge blockiert wegen allergischem Asthma, Leute. Das ist wirklich etwas, was viel zu wenig Leute anscheinend zu schätzen wissen. Herrlich. So, gucken wir mal bei den Allis, ob wir denen so ein bisschen auf den Sack gehen können hier. Die Magier sind zwar nervig, aber es sind keine Dunkeleisenzwerge. Das ist der Vorteil. Na, kriegt er den Laser noch in die Fresse? Ja, herrlich. Komm, dann gleich noch ein Eibeam. Hinterher in der Sekunde stand der. Ich hasse es, Alter. Ich hab's, ich glaube, in der heutigen oder gestrigen PvP-Folge auf YouTube auch gesagt, ne? Keine Ahnung, wie man PvP spielen kann, Junge. Ich würde nur ausflippen den ganzen Tag. Wenn ich aktiver PvP-Spieler wäre, ne? Ich hätte einen schlimmeren Blutdruck als zu meiner League of Legends-Zeit, glaube ich. Das wäre noch schlimmer als Teemo Toplane oder so. Oh Gott, Props an alle, die wirklich aktiv PvP spielen und nicht jeden Tag aufs Neue komplett aus dem Fenster jumpen, Leute. Da habe ich wirklich großen Respekt vor, weil ich könnte es einfach nicht. Und er zieht doch gleich auch nochmal die Bubble, oder? War es nicht so? Mal gucken. Ja, da kommt sie natürlich auch noch. Herrlich. Asthma habe ich auch leider. Kenne dein Leiden. Ist ätzend, oder? Ist ätzend. Man will doch nur atmen und das ist plötzlich zu viel verlangt, weißt du? So ein Scheiß, ey. Echt, dafür haben wir hier fette Untote. Das ist super, weil Untote sind in der Regel nicht wirklich fett und darum ist das eine echte Seltenheit. Richtige Rarität. Muss man beim Postmampfer irgendwas beachten? Nö. Du musst einfach wirklich unverschämtes Glück haben, dass der aus dem Briefkasten kommt. Bei uns war es so... das ist, glaube ich, sogar bei dem Run war, wo ich mal nicht aufgenommen habe. Normal nehme ich ja 24-7 auf und schneide dann kleine Best-Offs aus den Abenden, aber das war so ein Abend, da waren wir alle komplett im Eimer, da waren keine Gespräche, da habe ich dann nicht mal aufgenommen, was passiert, Postmampfer-Drop, ne? Also immer, wenn du es am wenigsten erwartest, wenn du am besten schon so richtig in Trance, weißt du, so einen Briefkasten öffnest... und schon vergessen hast, warum du es eigentlich tust, dann kannst du dir fast sicher sein, dass der Postmampfer drin ist. So ein Ding ist das nämlich. I-Beam rüber, zack, weg ist er. Oh, dieser CC, Leute, ne? Ich könnte mich jetzt wiederholen. Was? No, da rettet er ihn. Das ist so geisteskrank, Mann. Leute, macht ihr bitte die Punkte voll. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Diese Allis, die machen mich schon wieder fertig, Leute. Die mobben. Ich hab dir das gesehen, wie er mich CC't und zu der Kugel rennt, um den anderen wiederzubeleben.
Ich wollte doch nur diese Säcke einsammeln, jetzt habe ich wieder den Blutelfen am Arsch. Ist das scheiße, Mann. Oh Gott, komm, zieh deine Bubble, du Hund. Zieh deine Bubble, er zieht sie nicht. Er hat seine Bubble nicht gezogen, Leute. Er ist gnädig gewesen, damit ich doch noch meinen großen Sack sammeln kann. Dankeschön. Ach toll, es ist lieb, oder? Das ist lieb, so die Gegner, die dann aus Anstand auch umfallen, die dann sagen, hey, wir haben lang genug genervt, so, ciao, ja. Das finde ich voll in Ordnung. Und dann bin ich auch cool mit denen. Aber wenn die nerven, muss ich auch sofort meckern. Muss ich sofort sagen, Bruder, bis hierhin und bitte nicht weiter. Ja. Mein Abo läuft aber in 2 Tagen aus. Wieso bekomme ich da jetzt die Nachricht? Das ist eine sehr gute Frage auf jeden Fall. Manchmal sind die Beweggründe der Abo-Nachrichten mysteriös und sehr komplex. Besteht eigentlich die theoretische Chance, Medivh in den Shadowlands zu finden? Ja, sollte er nicht noch 300 verschiedene Sicherungsmechanismen seine Seele betreffend eben, ja, geleistet haben im Vorfeld und sollte er nicht so vom Fell durch Salgeras erfüllt sein, dass er im Nether landet statt in den Shadowlands, dann müsste das so sein, aber, ne, wie eben angeschnitten, können sie das auch anders drehen, wenn sie wollen. Dementsprechend ist das auf jeden Fall möglich, aber ob es kommt, selbst wenn es wirklich garantiert so ist, dass er in den Shadowlands ist, dass er da ankommt, dann heißt das ja trotzdem nicht, dass sie ihn zeigen werden. Also so oder so, mal sehen. Mal sehen, was wir mit ihm vorhaben oder auch nicht. Vor allem beim Sport ist es scheiße. Ja, deswegen mache ich auch keinen. Siehst du, Jessina, hi. Mir ist gestern der loderne Drache in DS gedroppt, hab's nicht mal richtig gecheckt, war schon am Ruhestein usen. Ja, aber das ist genau, was Xerxi gerade beschreibt, ist genau das, was man braucht bei Mount Drops, ja. Diese lethargische Trance, dass man das einfach nur so macht aus, ich sag mal Reflex, aus Muskelgedächtnis heraus, ja. Lootet und levelt und umhaut und so. Und dann ist das Mount irgendwann dabei, ja, weil es sich an unserem Leid nährt, an unserer Existenz und dann hat es eben die Schnauze gestrichen voll und sagt sich, so, jetzt ist nichts mehr zu holen, jetzt droppe ich mich auch. Genauso kommt mir das manchmal vor. Aber, naja, natürlich gibt es auch die anderen Geschichten, ne, von Leuten, die dann sagen, ja, ich bin da rein, erstmal First Try, Allah, da war da nicht viel mit Leid nähren. Da hatte das einfach im Vorfeld schon gar keinen Bock auf diese Geschichte. Jessina, hallöchen. Grüße, mein Bruder hat vor einer Woche mit WoW angefangen, er war das 2. Mal in einer Vision mit mir und hat den Mampfer bekommen. Danach sind wir Thron der 4 Winde gelaufen und er hat das Mount First Try bekommen. Das ist bei neuen Spielern häufig so, vor allem wenn die gar nicht wissen, dass da was droppt. Weil das ist ja im Grunde, ist das ja die Weiterentwicklung von dem, was ich eben beschrieben habe. Ja, du musst so im Delirium sein, dass du teilweise vergisst, wie du selber heißt. Dann droppt das Mount, weil du dich überhaupt nicht drauf konzentrierst. Und wenn du natürlich nicht mal weißt, dass da ein Mount droppt, das ist ja, Junge, noch besser geht's ja dann eigentlich gar nicht in dieser Theorie, ne? Das ist ja eigentlich 100% Drop-Chance dann. Würde gern meinen Mage zum Untoten oder Blutelf machen. Was meint ihr vom Style her? Ja, untoter Mage hat natürlich schon Stil. Mein Problem bei Mage ist nur, dass ich generell viele T-Mox-Sets absolut unschön finde und am Untoten vieles, was auf Stoff basiert, noch ein bisschen schleppender aussieht wegen dieser gebeugten Körperhaltung, weswegen dann so eine geile Rune auf der Brust oder so gar nicht richtig zur Geltung kommt. Deswegen stelle ich mich bei meinem Mage ja auch immer sehr an, was das T-Mox angeht. Das ist so ein kleines Problem, was ich da sehe. Aber davon abgesehen, wenn man darüber hinwegsehen kann oder einfach ein geiles Set schon im Kopf hat, was da funktioniert, dann ist der Untote, glaube ich, eine sehr, sehr geile Geschichte. Wobei so ein Blutelfenmagier natürlich auch mit der Traditionsrüstung der Sindorei oder so, die ja ein bisschen stofflicher angehaucht ist, kann auch sehr geil sein. Ne? Volksfähigkeiten, je nachdem, auch beides nicht völlig uninteressant, je nachdem, was man machen möchte. Gerade auch im PvP, wenn man sich umguckt. Also, puh, ich würde das wieder am Style festmachen. Und da habe ich beim Untoten Mage leider nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber da ich viele Mage-Sets generell sehr hässlich finde, weiß ich nicht, ob der Blutelf das retten würde. Das ist mein Hauptproblem. Siehst du, wir haben eigentlich eine Lösung gesucht, jetzt haben wir ein neues Problem gefunden. Auch toll. Kruzifix, hallöchen. Mittlerweile laufe ich schon Hirn-AFK durch die Vision und bekomme trotzdem nichts. Dann ist da noch eine Steigerung möglich, Wolfsraben. Dann muss da noch ein bisschen mehr geistige Inaktivität drin sein. Oder du trickst dich selber und machst einen Run mal mit 100% Wachsamkeit und sagst ständig in Gedanken so Mount, 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 so. Und dann der nächste Run aber, der ist dann wieder so richtig lethargisch. Dann ist das ja auch nicht vorbereitet, ne?
Und dann droppt es vielleicht aus reiner Perplexheit oder so. Kann ja auch sein. Aber ich brauche das zum Ausgleich, wenn ich schon kein WoW zocken kann, da ich keinen PC habe, leider. Ja, okay. Also dann würde ich sagen, dann drehe ich vielleicht auch so durch, dass ich dann Sport mache oder so, ne? Wenn ich keinen Rechner hätte. Das stimmt wohl. Dann weiß man nicht, was mit einem passiert, ne? Absolut nicht. Undead ist Lebenseinstellung. Ich rauche seit 700 Jahren durchgehend. Ich bin undead, Leute. Meine Zunge hängt auch raus. Mein Kiefer ist abgefallen, ja. Ach, schön. Hab letztens, ohne es zu wissen, dass er droppt, die bösartige Drohne bekommen und zwei Tage später die Elfenbeinjadeschlange. Na, da hätten wir's wieder. Also, so fangen ja die besten Geschichten an. Zumindest die, mit denen man sich dann auch sehr schnell unbeliebt macht, egal wo man sie erzählt. Na, ist ja auch ganz schön. Aktuell in der Gilde, welchen Pakt wählst du? Das und das wäre ja Beste für DK. Ich so, was interessiert mich das Beste? Maldraxxus Pakt und warum? Style Gear. So sieht's nämlich aus, ne? Und wenn du nicht gerade in einer Mythisch-Gilde spielst, dann sollte das ja auch Jacke wie Hose sein. Wobei ich glaube, dass viele Spieler nach wie vor gefangen sind in diesem Denken, was ihnen irgendwann mal eingetrichtert wurde, ne? Du musst das Beste nehmen und so. Hatten wir ja gestern, Arok, Hallöchen, hatten wir ja auch irgendeinen Kollegen, der random reinkam und dann gefragt hat, hä? Wieso macht ihr hier den ganzen Tag M+0? Levelt ihr irgendeinen Char oder so? Und dann meine ich, nö, Bruder, zum einen haben wir keinen Bock auf M+. Erstmal Weltbild zusammengebrochen, ne? Und zum anderen fahren wir hier einfach Mounts, so. Ja, da sind viele überhaupt nicht mehr drin. Wie, ihr habt jetzt gerade Zeit für WoW und ihr pusht nicht euren IO-Score und so? Bruder, ja, keine Ahnung, noch nie gemacht, ne? Und ich spiele trotzdem 25 Stunden am Tag und hab Spaß dabei. Da brechen ja teilweise Welten zusammen. Und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, WoW hat sich eben verändert, ja. Für mich ist WoW, was wir gerade machen, schön entspannt zusammenspielen, gemeinsam eine nice Zeit haben, ja, über Gott und die Welt quatschen, Leute kennenlernen, wenn's klappt, wenn uns diverse Beschränkungen und generelle Shit-Situationen nicht einen Strich durch die Rechnung machen, wollen wir, wenn's klappt, auch in ganz kleiner Runde bei Bolias noch ein bisschen Grillerchen machen, ja, da treffe ich mich dann mit Bolias und Rocktool. Das sind Good Friends aller, das sind Gilden, Raid-Leitung und Co. Und das sind so die Sachen, die für mich eben WoW sind, ja. WoW gehört quasi für mich, oder zu WoW gehört es für mich dazu, mit den Leuten sich auf ein Grillerchen zu treffen, wisst ihr, was ich meine? Und andere haben dieses WoW nie kennengelernt und wollen es auch nicht. Die wollen eben mal einen Monat spielen, wo ich sage, einen Monat WoW, Alter, brauche ich gar nicht einloggen, da schaffe ich ja gar nichts, ne? Und wollen dann irgendwie ein Plus kurz pushen, dann geht's wieder zurück zu FIFA oder was auch immer. Das ist halt dieses andere WoW. Ja, es ist ein völlig anderes WoW als das, was ich spielen möchte und was ich ja auch spiele, ne? Und dadurch entstehen so ganz seltsame Gespräche teilweise, wo ich mich dann auch erstmal schütteln muss, um richtig wach zu werden und zu verstehen, aus welcher Position, aus welcher Grundeinstellung der Kollege da gerade seine Frage stellt, ne? Weil vor ein paar Jahren hätte es das so nicht gegeben, weißt du? Gnolde, Hallöchen. Grüße, Grüße, Dalen, hi. Aber das ist ja was Gutes, dass es eben mittlerweile für jede Art von Spieler was zu tun gibt. Absolut, und ich will das auch überhaupt nicht negativ darstellen. Ich finde das klasse. Nur, die Situationen sind halt manchmal sehr komisch, ne? Wenn die Übernerds, die sich dann so in der Gilde seit Jahren heimisch fühlen und ihre Treffen machen und auf der Gamescom mit Shirts rumrennen, wo ihre Char-Namen draufstehen und, dass sie dann auf einmal mit dieser anderen Spielergruppe konfrontiert sind oder die mit der und andersrum und hin und her, das erzeugt eben teilweise Situationen, die unglaublich seltsam sind, weil je nachdem, wie du das Game kennengelernt hast, kennst du die anderen Gruppen ja auch gar nicht, ne? Oder ich als jemand, der seit mehreren Jahren spielt, musste die auch erstmal kennenlernen und lernen, dass sie existieren und so. Und das sorgt immer wieder für sehr seltsame Situation. Aber an sich ist das natürlich eine super Sache. Und es ist doch an sich auch schön, egal bei welchem Game, wenn man Spaß dran hat. Und ob das jetzt ist, dass du Rollenspiel betreibst im Wald, keine Ahnung, von Elvin, vielleicht nicht unbedingt im Goldhain-Gasthaus, Lul, oder ob du nur M+ ballern willst, ob du mythisch raidest, ob du einfach nur entspannten Wirtschaftssimulator draus machst, oder was weiß ich nicht, ja, ganz entspannt LFR pimmelst oder so. Das ist ja im Detail dann scheißegal, ja, absolut. Ich finde nur diese Entwicklung unheimlich interessant und finde mich manchmal selber in dieser Situation wieder, wo ich dann diese Fragen lese und mir denke, hä, hast du WoW überhaupt je gespielt? Ja,
Hat er, nur halt anders, als ich das gerne tue. Arechiel, dankeschön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Warum lauft ihr überhaupt noch Inseln? Warum spielt ihr noch BFA? Genau so, ja. Genau so. Da bin ich ja, laufe auch ziemlich allein rum momentan, weswegen ich auf Ereda gewechselt bin. Ja, siehst du, das kann ja ein erster Schritt in eine neue Richtung sein. Ne, manche haben dann ja auch Bock, die andere Seite mal kennenzulernen. Kenne Leute, die erstmal gesagt haben, halbes Jahr, ich baller jetzt nur M+, dann sind die wiedergekommen. Kenne Leute, die sind nicht wiedergekommen. Kenne auch Leute, die nur M+ geballert haben, dann bei uns in die Gilde kamen und seitdem ganz entspannt immer erstmal fragen, was geht und dann jeden Scheiß mitmachen, weil sie das mit den Leuten mehr feiern und so, ne. Also das ist ja auch jetzt kein festes System. Ist ja nicht so, als wären wir in irgendeinem mittelalterlichen Kastendenken, ne? Und da ist der König, da leistest du deine Abgaben, dann sind da die Bauern, da die Adligen und untereinander darf sich das nicht vermischen, sonst Apokalypse, Kreuzigung, was weiß ich, nicht, Hexenverbrennung, ja. Ist ja auch nicht so. Also das ist ja das Tolle, dass hier keiner random gekreuzigt wird, Leute, ne? Das wissen wir auch zu wenig zu schätzen, habe ich so im Gefühl. Aber das kann man ja auch halten, wie man will, ne? Ich kenne auch genügend Leute, die immer zu einem neuen Add-on zum Pre-Patch sagen, yo, jetzt mal alles neu. Neuer Server, neue Fraktion, neue Gilde, neues Spiel und so, ne, neue Klasse. Alles jetzt mal richtig mit wechseln. Andere bleiben seit 30 Trilliarden Jahren ihren Mains treu. Also, da gibt es ja auch so, so viele Möglichkeiten. Jetzt sind das wieder diese Allies, ne? Leute, ey, das sind wieder diese bekackten Allies. Und wieder dieser ranzige Pelli mit seinen Frostmage-Banausen hier hinten. Das kannst du keinem erklären, wie die mir echt auf den Sack gehen, ne? Unglaublich, dieses miese kleine Ali-Völkchen hier. Guckt es euch an. Kann ich auf Range I-beamen? Ja, so ein bisschen. Dann kicken wir den noch. Und dann zimmern wir dem eben schön das Leben aus den Leisten. Finde ich super. Ciro, danke schön für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Guck mal, Maverick hat es auch gerochen. Ihr habt gedacht, nee, Bruder. Ey, das kann ich mir nicht nochmal anhören, wie du jetzt halbe Stunde über die meckerst. Ich zimmer die eben aus dem Leben, weißt du. Das geht nicht. Was sagst du zu den Frostseeker-Nerfs? Ja, du, dazu sage ich, es ist Beta, ne? Wird sicherlich angepasst an die anderen Klassen. Die werden dann auch wiederum angepasst. Und nächste Woche haben wir vielleicht 12 Trilliarden Buffs zu den DK. Also, du, das ist Beta, ne? Morgen wird der Frostseeker vielleicht rausgepatcht. Wer weiß, würde ich mir keinen Kopf machen. Vrell, hallöchen. Grüße, Grüße. Ich, der in BC ohne Dungeon-Finder oder Internet-Guide in Innis oder Raids war, hatte damals immer auch im Chat die Leute begrüßt und kennengelernt und sich darüber unterhalten und die Freundesliste aufgefüllt. Ja, war früher noch ein bisschen anders, das ist wahr. Da brauchte man halt auch die Leute, ne? Da warst du halt auch froh, wenn du mal einen gefunden hast, mit dem du dann, ohne noch eine halbe Stunde im Handel-Channel zu suchen und dann wieder eine halbe Stunde zum Dungeon-Eingang zu rennen, einfach mal einen Nachmittag lang Höllenfeuer-Zitadelle durchballern konntest oder so. Das ging mir sehr, sehr ähnlich. Kaino denkt sich, Gönnerchen zum Weekend. Dicke 10er Sub-Bomb hier auf meinen DH-Nacken. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Dankeschön für diese wunderbare Bombardierung, Leute. Muss man auch mal so formulieren, oder? Das Bombardement der Herzen. Großartig. Ich habe mir zu jedem neuen Add-on eine neue Klasse gelevelt. Als der 100% EP-Buff kam, habe ich mir jede Klasse nachgelevelt, bis auf Schurken und Priester. Die habe ich noch vor mir. Und seht ihr, was hier passiert, Leute? Das ist Mobbing. Das ist Mobbing. Ich hau jetzt ab. Ich kann nicht mehr. Leute, die suchen doch gezielt nach DH-DNA oder so und wollen mich hier irgendwie für Experimente einsperren. Mann, wenn ihr meine DNA wollt, dann schenke ich euch meine Bettwäsche. Was ist denn mit denen? Also, habt ihr das gesehen gerade? Wie die aus dem Nichts kommen? Gibt's doch nicht. Was für DK-Nerfs? Ja, Beta halt, ne? Heute kriegt mal der Pelli ein bisschen was von der Paktfähigkeit weg. Morgen kriegt der Schork eine völlig neue Paktfähigkeit. Dann reagiert das nächste Team und sagt, die haben eine neue Paktfähigkeit. Dann müssen wir hier bei unserer Klasse ein bisschen was verändern. Hier nach oben, da nach unten. Neuer Tag, zack, beim Todesritter fliegt eine Fähigkeit raus. Beim Schorken kommt wieder eine neue rein. Nächster Tag, Todesritterfähigkeit kommt zurück. Das ist ja ein Hin und Her. Also, wenn ihr euch das übergreifend mal anseht, Leute, dann, ja, ist mein Tipp, seht es euch einfach nicht an. Na, dann kommt man auch nicht so völlig durcheinander bei dem ganzen Scheiß. Humpelpumpel, dankeschön für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Ich überlege auch, meinen Main zu wechseln. Bin irgendwie total unzufrieden mit dem Schorken, aber seit BC roffe ich mit dem komplett durch. Fällt mir echt schwer, ja. Glaube ich. Kenne ich auch. Also war damals keine leichte Entscheidung, vom Hunter wegzugehen. Ich meine, wir haben auch viele accountübergreifende Sachen mittlerweile, aber sowas wie der Ruf, den man auch gefarmt hat, ja, der bleibt ja auf dem Char. Mein Hunter hat die ganzen alten Classic- bis MOP-Fraktionen so auf ehrfürchtig. Dann ab MOP sind die bei meinem DK eben. Jetzt ist das so halb hin und her. Und das ist schon
ist schon blöd, wenn man auf sowas eben Wert legt, ne? Und das ist ja nur ein Teil, abgesehen von dem emotionalen Wert des Charakters und so weiter und so fort. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Freunde, wunderbare Inselrunde gewesen. Ich danke euch fürs Mitkommen. Wie sieht's mit den Münzen aus? Da fehlt noch ein bisschen was, das ist okay. Und Mission muss ich erstmal abgeben, bevor wir die neue starten. Ja, aber das war doch schön. Und ich musste nicht auf jeder Insel rummeckern wegen den Frostmagier-Kollegen. Das ist doch auch ein Vorteil, oder? Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Machst du heute Königsruhe? Jo, das ist korrekt. Das ist korrekt. Sind keine Beta-Changes, sind PDR-Changes für die nächsten Wochen oder Monate, die den Frost, welcher vorher schon mittelmäßig war, jetzt schwach machen, alle dazu zwingen, Syndragosa zu spielen. Ja, gut, also dass natürlich diese Endphase jetzt ein bisschen seltsamer ist, das ist ja auch klar, dass wir da ganz viel anpassen müssen, auch mit Hinblick auf die wegfallende Verderbnis und, ne? Auch beim PDR, wissen wir, das ist nicht in Stein gemeißelt, kann sein, dass das live kommt, 2 Tage, zack, Hotfix, also ich würde mich da immer gar nicht so verrückt machen, klar möchte man auch für den Main am liebsten Buff und so weiter, aber ich bilde mir ein, dass Blizzard das immer im Gesamtkonstrukt sieht, ja, nicht nur die eine, sondern alle Klassen betreffend im PvE, im PvP aktuell mit den Azerith-Systemen, mit den Essenzen, mit der Verderbnis und deren Wegfallen, also das sind ja ganz, ganz viele Faktoren und wenn man die alle im Hinterkopf hat, dann glaube ich, dass sich das schon richtig einpegeln wird und sicherlich jetzt mit PTR bzw. Pre-Patch passen sie halt auch schon einiges an mit Hinblick auf Shadowlands und daher nicht nur einiges, sondern vieles und das ja nicht mit Hinblick auf, wir wollen jetzt in der Levelphase und der Endphase von BFA eskalieren, sondern in der Endphase von Shadowlands. Heißt, die Änderungen, die jetzt sicherlich mit dem Pre-Patch kommen, wo ja auch die Klassenänderungen an sich schon dabei sind, die zielen sicherlich auf Shadowlands ab. Also sind da bestimmt in diesen Berechnungen auch die Paktfähigkeiten und Co. schon mit drin. Und das sind, denke ich, die Aspekte, auf die da Wert gelegt wird. Was natürlich für den einen oder anderen dann scheiße gelaufen ist, wenn er jetzt Ende BFA im Rahmen des Pre-Patches nochmal M+30 eskalieren wollte oder so. Dann kann das natürlich kacke werden, aber da wird auch gezielt jetzt kein Wert drauf gelegt. Ne? Dafür passen die das ja nicht an, sondern für die Zukunft dann. Shelly, hallöchen! Grüße, Grüße. Nur mal allgemein erklärt, für die, die sich da vielleicht auch gewundert haben, ne? Woran sich sowas dann ja orientiert, woran das meiner Erfahrung nach festgemacht wird. Und da müssen dann leider einige in den sauren Apfel beißen. Ja, absolut. War auch nicht leicht, meinen alten Main fallen zu lassen, aber der DH hat mich mehr verliebt. Dann habe ich eben alles, was der Hunter hatte, nochmal gemacht. Ich hatte was zu tun, das stimmt. Sharoon hat einfach alles, was sie auf dem Hunter hatte, mit dem DH nochmal gemacht. So, von der Holzschlundfeste bis hin zu irgendwas in BC und. Also, hui, schon heftig. Schon heftig. Combat Beard Gaming, hallöchen. Pre-Patch kann kommen, alle 14 Twinks haben jetzt mindestens ein GS von 400. Beutelbanks sind aufgeräumt und jeder hat mindestens Taschen mit 30 Plätzen in jedem Slot. Das ist Vorbereitung. Aber hallo, Krotu, 18 Monate, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Diese einfach gechillten Spielen und einfach machen, worauf man Lust hat, das hat man sich in 15 Jahren WoW so ein bisschen, oder das hat sich bei einigen verändert. Ja, man wird älter, auch die Spielweise, das ist wahr, klar. Also WoW ist ja durch die Menschen, die es spielen, auch immer so ein Stück weit Abziehbild der Gesellschaft, Abziehbild der eigenen Entwicklung, was das eigene Verhalten, die Ziele, die investierte Zeit und Co. angeht. Ja, und darum ist es, glaube ich, nur natürlich, es sei denn, man hat als Lebensziel irgendwie, naja, das Ziel komplett zu stagnieren. Ja, aber wenn das nicht der Fall ist, dann verändert sich diese Welt, wie auch das eigene Leben, natürlich gleichermaßen mit. Ja, absolut, das sehe ich auch so. Grandian, Lündes, hallöchen. Ich habe auf meinen Taurenkrieger aus irgendeinem BC-Event eine Axt, die aussieht wie eine Gitarre. Ja, wenn man die anklickt, verwandelt man sich in den Untoten und spielt ein kurzes Solo. Hab das Item sonst nie wieder gesehen. Kam das nochmal? Nö, ich glaube, das ist eins wirklich von den ganz, ganz seltenen. Das ist ab und zu, meine ich, im Schwarzmarkt-Auktionshaus. Aber da hast du definitiv einen sehr, sehr seltenen Fang, muss ich sagen. So, Leute, organisierte Gruppenbenutzer definiert LOHL. Wer mitkommen möchte, kann das sehr, sehr gerne tun. Gibt es einen Grund, warum die Insel mit verschiedenen Chars macht? Ist das wegen der Azerith Weekly oder machst du das rein aus Fun? Zum einen rein aus Fun, weil die Mounts und so habe ich schon. Ja, verschiedene Community-Member kommen mit, wir fegen da schnell durch, falls die noch welche brauchen und so. Und ansonsten hoffe ich, dass die 5000 Gold bekomme. Ich farm nämlich sonst kein Gold. Und Inseln sind so ein bisschen mein Goldspeicher, ne? Weil du kannst ja nicht nur Azerith oder Residium am Ende bekommen, sondern auch eine 5000 Gold-Mission, die Pets, das T-Mog, was droppt, das wird alles auf die Bank gehauen.
Das ist dann so ein bisschen mein Puffer für Shadowlands. Das lagert auf dem Bankchar und so. Und nebenbei ein bisschen entspannt talken, ne? Beste Leben einfach. Und all das lässt mich Inseln sehr mögen. Wenn all das zusammenfällt, ne? Nicht vergessen, restliche Titanresidium umzutauschen. Ja, müssen wir dran denken. Das ist wahr, das ist wahr. Es gibt drei Teile inklusive der Gitarre. Einmal die ganz alte graue, dann die im Blutelfen-Style und dann die aktuell erhaltbare Version auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt bei Seuchensau. Stimmt, da gibt es auch noch eine. Aber wir haben, glaube ich, von der Blutelfen-Gitarre auch gesprochen, ne? Oder von, was war da gesagt, Untoter war es? Das sind ja diese Member von den ETC, von den Elite Torrent Chieftain, ne? Wenn wir uns an diese schöne Band erinnern, die ja auch in Silbermond steht auf dem Balkon. Und da verwandelt man sich ja in diese Member. Die spielen wiederum auch auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt. Dann gab es vor geraumer Zeit ja einen Patch, der dieses Seuchensau-Event auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt eingefügt hat, wo auch nochmal eine Gitarre droppen kann. Ah, Freunde, crazy, ne? Crazy, crazy auf jeden Fall. Wirst du vor Shadowlands noch einen Charme mit dem neuen Level-System hochziehen? Also ich werde bestimmt mit meiner Freundin wieder ein bisschen eskalieren abends. Wir werden jetzt die Tage Borderlands 3 durchhaben. Und dann dürfte langsam der Pre-Patch kommen. Dann suchten wir da bestimmt nochmal ein bisschen rein. Und dann gönnen wir uns vielleicht noch bis Shadowlands ein paar Borderlands-DLCs oder so. Aber ich bin mir fast sicher, dass die Abende auch wieder mehr WoW-Prägung bekommen werden, was das angeht. Wir haben zwar unsere Levelziele soweit doppelt und dreifach erreicht, weil wir waren ja eigentlich beide schon fertig mit unseren Leveleien, als diese ganzen Bonus-Buff-Geschichten uns so angefangen haben, ne? Ich glaube, Shairoon hatte schon 40 120er, ich war bei 37 oder so. Und dann hat Blizzard gesagt, yo, Virus ist kacke, hier ist euer 100% Bonus-EP-Buff. Und wir saßen da und dachten, ey, geil, weißt du, hätten wir mal noch gewartet ein paar Monate. Und ja, das hat uns dann nochmal ein bisschen getriggert. Dann haben wir ja nochmal ein paar gelevelt, sodass ich auch auf meine 40 gekommen bin. Und jetzt mal gucken. Mal gucken, wie die Laune wieder kickt, wie viel Spaß die neue Levelphase bringt, ne? Und ich habe auch mal wieder Bock drauf. Solange die Füße jetzt stillgehalten, ne? Dass es echt mal wieder Zeit wird, richtig geisteskrank einfach reinzusuchten. Schön reinzuleveln. Bock ist ja. Ich habe die von solchen Sau. Ja, nice. Geht steady. Ich habe die nicht. Ich habe keine von denen. So mad. Gitarre wäre natürlich schon lässig, ne? Als Tauren-DK dann schön mit der Gitarre auf den Kopf geben, Junge, bong. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Was soll man mit Titanresidium machen? In Azurit-Teile umwandeln beim Händler, wenn du genügend hast. Denn die Währungsumrechnung, das Titanresidium betreffend, die bringt weniger Wert, als du von den Azurit-Teilen dann erhalten kannst. Also machst du ein bisschen mehr Gewinn, wenn du nicht wartest, dass Titanresidium rausfliegt und du dann das Ganze in Gold umgerechnet bekommst. Wenn du darauf wartest, bekommst du weniger, als wenn du es in Azurit-Teile investierst, ne, und die dann entsprechend vertickerst und so. Wie schlimm waren eigentlich die letzten Shirts zu holen? Boah, ey, liebe Kampfgilden-Arena-Gelöt-Freunde, dieser fucking Blinktron-Boss mit dem Tanzen, da bin ich locker 6-mal verreckt oder so. Das war so unglaublich ätzend. Da musst du ja in der ersten Phase nur ausweichen. Dann hast du die zweite Phase, musst du so ein Tanz-Minigame machen. Alter, da war ich auch überhaupt nicht, ich war nicht ready dafür, weil die meisten Bosse mit 475 gehst du ja rein. Zimmerst du eine Apokalypse, die sind hin, ne? Und der macht sich dann erstmal nach der Apokalypse immun und muss dann durch ein fucking Tanz-Minispiel besiegt werden. Ey, ich war nicht vorbereitet. Ich war sowas von überhaupt nicht vorbereitet. Rocky, hallöchen. Grüße, muss leider los. Viel Spaß noch, bis morgen. Yo, Jessina. Mach's gut, ich wollte gerade die letzten beiden Sätze kombinieren. Viel morgen noch bis Spaß, hätte ich fast rausgehauen, Leute. Klingt aber auch interessant, oder? Kann man auch mal ruhig wünschen heutzutage. Sind doch chaotische Zeiten, da ist das bestimmt erlaubt. Boah, ey, wie die hier auf dieser Klippe hängen, ne, und ich nicht rankomme. Heute wollen mich die Inseln ein bisschen ärgern, aber ist okay, Leute. Ist okay, immer raus, was keine Miete zahlt. Und dann können wir die auch einfach mal ins Nirvana schicken. Wichtig. Wichtig, wichtig. Kalito, hallöchen. Hi, hi. Keldan, grüße dich. Welche Azurit-Teile kaufe ich? Ja, du, also so krass habe ich mir da auch nicht Gedanken gemacht. Ich würde sagen, die höchsten, oder? Hat wer von unseren Gold-Boys and Girls eine krasse Gesamtpaket-Empfehlung nochmal, was das Residiumskrams angeht? Nicht, dass ich jetzt Mist erzähle und alle kaufen sich die falschen, ne? Und dann bin ich schuld. Nee, nee, da distanziere ich mich lieber. Man lernt ja dazu über die Jahre. Wer da also richtig einen Plan hat mit der Residiumsgeschichte, gerne uns einmal erleuchten, weil ihr wisst, sobald es dann um die Details beim Gold geht,
Da bin ich nur sehr gut, was das Ausgeben betrifft. Ne? Klingt auch gut, der Satz. Oder man muss sich ja auch so ein bisschen weiterentwickeln, was das Sprachliche angeht. Oder in dem Fall irgendwie einfach vermischen und zurückentwickeln. Ja, muss auch mal sein. Ne? Kann nicht immer nur nach vorne gehen. Kennst du die Murlocs in Nasiata, die ein Tanzduell machen? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber Nasiata hatte ja auch echt viele Easter Eggs und besondere Rare-Viecher und eigentlich müsste ich alles gesehen haben, als ich diesen verranzten Erfolg für die Krabbe gemacht habe, der ja im Grunde war, sehe alles, mache alles, ja, verkauf dein Erstgeborenes und so weiter und so fort. Ruf Münzen, sieht schlecht aus, aber hier zum Beispiel auch die Schultern, ne? Oh, die werden so teuer vertickt werden, Leute. Geil, das ist ja meine Shadowlands-Rente, die ihr gerade seht. Mega nice. Wenn du die Wahl hättest, würdest du Ele oder Enhancer in Shadowlands spielen? Also Ele ist auch sehr geil. Ich mag den Ele. Ich liebe den Ele eigentlich sogar. Und zwar seit meiner ersten Raid-Zeit damals, so richtig mit Erwachsenen zu Vortica, ne? Weiß ich noch, die guten Teile aus der Eiskronen-Zitadelle, wo unsere Schamanen dann gefühlt 3000 Mal Tempo reingesockelt haben und pro Sekunde mehr Blitze geschossen haben als Thor. Das war so geisteskrank mit anzusehen. Und seitdem habe ich immer schon so ein Auge auf den Ele geworfen und dachte mir, ja, irgendwann, Junge, irgendwann blitzt du auch so durch die Decke, ne? Und dennoch habe ich einfach ein Problem mit Castern. Allein deswegen wird es für mich immer der Enhancer sein. Allerdings sind die Änderungen nicht für jeden was. Ja, einige freut sehr, andere weniger. Ich mag den Enhancer momentan in BFA auch viel lieber als den in Shadowlands, aber er ist nicht unspielbar oder so. Ja, er ist nicht unspielbar. Er spielt sich sehr rund, auch die Paktfähigkeiten funktionieren wunderbar. Mir fehlen aber trotzdem meine 12 Sturmschlag-Procs hintereinander, wenn es gut läuft. Das ist eigentlich das einzige Problem. Davon abgesehen ist er halt ein bisschen langsamer geworden und da muss eben jeder für sich selber wissen, ob das eine Spielweise ist, die für ihn noch zum Enhancer passt. Oder ob er dann lieber den Furorkrieger nimmt und komplett durchroffelt oder so. Ja, da muss man mal gucken. Sieht man aber ganz gut, wenn man sich auch nur 3 Minuten Gameplay oder so anguckt. Ich habe ja jetzt zu fast jedem Spec auch in meiner Torgas-Playlist ein bisschen Gameplay aus der Beta. Da kann man gern mal reinschauen, sich einen ersten Eindruck machen und da kriegt man auch sehr schnell mit, was ich meine mit diesem Langsamer, ja, weil du ja wieder diese Waffen des Malstroms Procs aufbaust und dann so einen spontanen Kettenblitz entlädst und so, da ist nichts mehr wie eben Zerschlagung, Sturmschlag, tobende Blitze, Sturmschlag, Sturmschlag, Lavapeitsche, Sturmschlag, weißt du, das ist eher so Auto-Attacks und wir engagen und wir stellen das Totem und da kommt der Proc vom Kettenblitzschlag und ein Sturm, so ganz gemütlich, weißt du, so probierst du mal mit Gemütlichkeit oder dem Verstärker halt. Und einige finden es geil, dass der Fokus vom Sturmschlag weg ist, andere nicht so, wie ich. Insofern muss man gucken, wie man mit dieser, ich sag mal, Veränderung arbeiten kann. Na, das ist, glaube ich, allgemein sehr schwer zu sagen. Schon seit seiner Geburt raunten die Wälder vom Schwarzwald den Namen Ele-Schamane. Genauso. Azurit-Teile, die Brust und die 445er für 175 Residium kaufen, bringen zwischen 72 und 80 Gold, Daneras. Dankeschön für diese fixe Recherche. Bin dann wieder weg fürs Geburtstagsessen fertig machen. Hat man ja nur einmal im Jahr. Wünsch euch noch einen schönen Tag. Guten Loot, Nursi, dann viel Spaß. Ist es dein Geburtstag? Klang jetzt so. In dem Fall natürlich alles Gute, vor allem Gesundheit und guten Hunger. Ja? Im neuen Lebensabschnitt vor allem nur das Beste. Ja? Im neuen älteren Dasein. Oh, oh, das Blitzgewitter mit dem Ele-Schamis war echt der Hammer. War schon krass, ne? Da gibt es ja eine meiner allerliebsten Geschichten aus WotK. Viele von euch werden sie kennen, ich muss sie aber trotzdem nochmal erzählen. Und zwar spielt diese Geschichte in der Seelenschmiede. Die Seelenschmiede, ein Dungeon, den glaube ich kaum noch einer kennt, aber die ihn kennen, die wachen jetzt auf, so wie Crate, guten Morgen. Und dieser Dungeon hatte einen Endboss, irgend so ein Reliquiar, was weiß ich nicht, hieß das, der sah so aus wie dieser mehrgesichtige Boss aus dem Schwarzen Tempel, na? Der auch so diese 3 Gesichter hat und die 3 verschiedenen Pets droppen kann. Und je nachdem, welches dieser 3 Gesichter aktiv war von diesem Boss, hatte der unterschiedliche Fähigkeiten. Zum Beispiel musste man bei einer Phase einen Damage-Stop einlegen, weil der Schaden, den man austeilte, sonst auf ein verbundenes Ziel übertragen wurde. Und das war problematisch, denn wenn man da richtig reingebürstet hat, hat man mal eben den Tank aus dem Leben gekloppt. Da waren wir drin, ich war sehr häufig Seelenschmiede, damals war ich halt Kack-Kiddy-Hunter, ne, war nicht wirklich Raiden und so und bin dann immer die Dungeons gelaufen, die ich kannte und hatte meinen Spaß dabei, dann ein bisschen Schaden zu drücken und nicht bei jeder Mechanik zu sterben, weil ich kannte die ja.
Und dann hatten wir einen random Ele-Schaman dabei. Und der hat einfach durchgezimmert in dieser Phase und mit seinen ganzen Blitzschlägen und Co. den Tank aus dem Leben geböllert. Haben wir geschrieben, ja, Shami, oder so ganz allgemein, ist schon ewig her, frag mich nicht, wie der genaue Wortlaut war und so. Und dann haben wir gesagt, Leute, wenn diese Phase ist, bitte Schadensstopp. Punkt. Alle so, ja, klar, okay, kommt die Phase wieder. Ele Shami zieht durch mit seinen Blitzen, Tank fällt um. Wir, bisschen energischer, weil der Boss war nicht wirklich schwer. Deine wichtigste Aufgabe ist es halt mal kurz keinen Schaden zu machen, ja. Und wir waren dann schon ein bisschen, mein Freund, also in dieser Phase Schadensstopp, ja, weil du haust unseren Tank um. Ja, 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 klar, kein Problem. Drittes Mal, Phase kommt, Shami blitzt durch, Tank fällt um. Und dann hatten wir ein bisschen die Schnauze voll und sind vielleicht Kraft unserer 13-jährigen Wassersuppe ein bisschen ausgeflippt. Woraufhin der Shami wutentbrannt die Gruppe verließ und schrieb, was kann ich denn dafür, wenn der Blitzschlag weiter blitzt, ihr Nichtswisser? Und das ist bis heute eine Situation, die mich wirklich sehr mitnimmt, deswegen wache ich auf Schreien, war auch sehr häufig schreiend auf, weil was zum Fick ist denn, ihr Nichtswisser, der Blitzschlag blitzt weiter. Bruder, der blitzt halt weiter, wenn du ihn drückst. Das war damals schon herrlich, das finde ich heute noch genauso herrlich, ja. Wenn der Blitzschlag weiter blitzt, Alter, ja, da kann er doch gar nichts für, oder? Wenn er die Taste drückt, was kann er denn dafür, wenn das diese Fähigkeit auslöst, oder? Also, da weiß ich bis heute nicht, was mit dem Kollegen irgendwie kaputt war, aber... Naja, sein Blitzschlag hat dann anscheinend irgendwo anders weiter geblitzt. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Wir haben Gildenmember eingeladen, den Dungeon schnell fertig gemacht, ohne Probleme. Und, ganz seltsam. Ja, ganz seltsame Gestalt in dieser Hinsicht. Frag mich nicht, was da los war. Es gab doch damals den Blitzschlag Brock, der auf Blitzschläge prockte. Ja, sowas wie Multistrike oder ich glaube Schaman gab es sowieso dann solche Geschichten immer, ne? Aber das war das nicht. Nein. Also, es kann natürlich sein, diesen Fall gibt es bestimmt auf irgendeinem fremden Planeten oder so, ja, wo dann wirklich dieser, ich bleib mal bei Multistrike, bei diesem Begriff, dass der in drei verschiedenen Tries 10-mal hintereinander in genau dieser Phase dann prockte. Das kann sein. Überladung, okay, genau. Überladung heißt es dann, beim Ele gehen wir wieder weg vom Multistrike. Dass das irgendwie 10 Sekunden lang in jeder dieser Phasen, in jedem dieser Tries passiert ist, aber ich glaube nicht, dass das der Fall war. Ich glaube nicht. Multistrike war MOP. War es MOP schon oder WOD? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wir hatten auch so viele seltsame Werte immer, ne? Über die Zeit. Also ich wage meine Hand dafür ins Feuer zu legen, dass es das nicht war, weil wenn das so krass hätte brocken können, liebe Freunde, dann hätte der Ele Shami aber wirklich sowas von genervt werden müssen. Das kann ich euch aber sagen, wenn du einmal einen Blitzschlag ziehst oder sagen wir zwei zu viel und am Blitz das Ding 10-mal noch hinterher, um den Tank aus dem Leben zu kloppen, also da wage ich mein Veto einzulegen und zu sagen, ne, das war bei dem Kollegen, glaube ich, nicht der Fall. Der Boss von der Seelenschmiede hat mich zu Tode erschrocken, Headset und Lautstärke auf Full und als das blöde Vieh losgebrüllt hatte, so schnell flog noch nie etwas durch meinen Raum. Oh ja, gerade die Konstrukte, ne, mit ihren verzerrten Stimmen dann am besten auch noch. Hey, unangenehm. Sehr, sehr unangenehm auf jeden Fall. Hat so eine geile Podcast-Stimme. Wie sieht's aus mit dem Podcast? Jo, findest du unter Nicht der Erste auf Spotify, auf YouTube und Co., wie auch Hörbücher mit Ausrufezeichen Hörbuch oder einfach in der Hörbuch-Playlist auf YouTube, findet ihr viele lustige Stimmenspielereien. Der Shami dachte sich sicher einfach nur, deine Mutter macht Schadensstopp. Ja, kann ja sein, dass er es einfach nicht gerafft hat, ne? Warum wir von ihm einen Schadensstopp haben wollen. Also, puh, weiß ich nicht, was da los war. Weiß ich nicht. Vielleicht einfach generell die Festplatte mal durchgebrannt oder... Er dachte wirklich, ich ziehe eben durch, schieb das auf Überladung und so, ja, wie wir es eben gelernt haben. Hat halt nicht so funktioniert, wie er das dachte, ne? Ganz traurig in dem Moment. Ganz, ganz traurig. Wie war nochmal der Shortcut zum Interface ausblenden? Steuerung Y, oder? Nicht? Hä? Alt Y, so rum, boah, ey. Das sind echt so die Sachen... Das sind echt so die Sachen, ich hab die gefühlte Muskelgedächtnis, ne? Wie oft ich alleine für Twitter-Interface ausblende, Screenshot fertig. Aber wenn dich wer fragt, ne? Erstmal, wo sind Tasten auf der Tastatur eigentlich? Geil, Junge, das ist so in Fleisch und Blut übergegangen. Deswegen verstehe ich auch immer den Hass, wenn jemand das vergisst, ne? Und dann fragen muss, weil er weiß, ey, eigentlich ist das mein Handwerkszeug. Ach, ich ärgere mich, dass ich es nicht mehr weiß, ja?
Und du selber stehst dann auch da und denkst dir, ey Bruder, das machst du gefühlt 30 Mal am Tag, wie war das noch, ne? Holla, sehr belastend. Wirst du eigentlich nach dem Pre-Patch nochmal eine Runde PvP aufnehmen, so wie es ohne Verderbnis dann sein wird? Ja, also kann ich nicht garantieren, weil PvP ist halt immer sehr belastend, ne? Kann eigentlich auch sehr, sehr schlimm werden, allein schon von der Wartezeit, ja, aber ich werde es auf jeden Fall probieren und wenn es geil wird, dann werden wir uns auch so eine Runde nochmal definitiv reinziehen. Ich glaube, morgen kommt noch eine sehr coole Runde von einem Katzendudu, schön auch mit Verderbnis und so, fand ich sehr schön, dass jemand was vom Feral nochmal eingeschickt hat, weil wir wissen natürlich, der Feral ist ja unspielbar in BFA, Omega Lull, und das fand ich ganz nice und dann müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht, Leute. Auch diese Inselrunde ist damit durch. Vielen Dank fürs Mitkommen. Sehr angenehme Partie gewesen. Dann gehen wir mal noch eine schöne Mission holen. Geil. Das ist auch so, wenn man in einer Hood ist und irgendwer auf der Straße in einer Straße fragt und du, ich komme nicht von hier. Ja, exakt das. Ich bin nicht von hier, kann ich Ihnen nicht sagen. Genau so sieht das auch aus. Ich erinnere mich an die Seelenschmiede, aber dadurch, dass du mir den Schwertgriff gefarmt hast, habe ich alles Schlechte vergessen. So muss es sein. Schauen wir mal, was hatten wir hier? 5000 Gold und jetzt bekommen wir 5000 Gold, Leute. Geil, also die Goldmissionen waren dieser ID wirklich sehr, sehr gnädig, muss ich sagen. Finde ich klasse, kurz mal 10k auf Nacken des Schamanen gemacht. Super, super Ding. Okay, Feral ist unspielbar, wo das denn? Ja, das ist die Meinung von den ganzen statistikverblendeten Möchtegern-Nerds. Also das war jetzt eher Memeing, mehr als alles andere. Gibt es eine Möglichkeit, die Schattengraben-Quest mit Lanatel solo zu machen? Ja, also laut verschiedenen Leuten geht das auch solo. Habe ich aber keine Erfahrung zu. Habe selber nur einen Guide auf YouTube mit mehreren Leuten das generelle Prinzip erklärt. Musste mal ein bisschen goggeln oder bei YouTube gucken. Also es gibt da Guides, es gibt da Erklärungen. Ja, einfach mit dem Keyword solo eben dazu. Aber frag mir nicht, wie und ob und wie gut das alles funktionieren soll, Tutenteen. So, Leute, wir funktionieren uns jetzt selber erstmal um, und zwar von Inselgängern zu Königsruhläufern. Ich check nur mal gerade, mit was ich denn gerne noch mitkommen möchte. Oh, ich habe auch eigentlich nur noch Ranz-Chars, ne? Also Mage könnte ich mir vorstellen, Hunter könnte ich mir noch vorstellen, Hexer, maybe. Und heilen möchte ich nicht, Alter. Königsruhheil. Habe ich einmal. Einmal musste ich heilen in unserer Gruppe und dann war es mein erster geheilter Dungeon überhaupt in BFA war Königsruh plus 10, Alter. Ich habe jetzt noch Albträume. Deswegen auf jeden Fall 2-3 Runs auf Hordenseite sind noch drin. Dann können wir auch auf Ali-Seite gerne mal gucken. Aber allzu viel wollten wir ja eh auch gar nicht mehr machen, ne? War ja jetzt nur so ein bisschen Frühstücksfernsehen-Programm und so. Hast du Warfronten auf Hardsea auf dem Plan heute? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Habe ich nicht. Können wir aber vielleicht innerhalb der Woche dann irgendwie nochmal machen. Glaube, heute wird das ein bisschen knapp dann. Vielleicht, wenn wir ganz schnell Nachtfestung durchgeballert haben, noch eine oder so. Aber erstmal für heute nicht direkt geplant. Habe ich nicht gesehen. Dankeschön für die Info. Wir haben einen Feral im Mystic Progress gehabt, der alles zerstört hat, außer unsere Fire Mages. Ja, absolut. Absolut. Aber das wollen die Leute ja immer nicht hören. Die haben irgendwann mal eine Statistik gesehen auf buff.de oder bei irgendeinem Streamer und da war der Feral ganz unten. In dieser theoretischen Hochrechnung mit dem und dem Gear. Und demnach ist der Feral unspielbar, ne? Du bist Katzenruide und meldest dich für einen +3-Key an. Junge, deinstallier das Spiel, ne? Heißt es dann. Gibt es leider, ja. Gibt es und wird gefühlt auch nicht weniger mit diesen Meinungen, weil die Leute zu blöd sind, Statistiken zu beziehen und vor allem auf sich zu beziehen dann. Ja, das ist ganz traurig. Tschüss, Iliadrin und Blutelfenpatrouille. Macht's gut. Okay, dann machen wir gleich ein schönes Grüppchen und rödeln mal Königsruh durch. Vielleicht ja heute, wie beim letzten Mal, Sandor Hallöchen, wie beim letzten Mal mit dem Tiefenfuhl und ein schöner Drop jetzt im Run am Sonntag. Das wär's natürlich. Ich drück uns die Daumen. Du brauchst eine Tanzmatte für den Stream. Nein, Tanzmatte? Ich glaube, meine Cousine hatte sowas mal, aber das war, boah, wie lang ist das her? Holy fuck, richtig lang her. War das noch für die PS2 oder so? Ich weiß es nicht. Wie heißt das Add-on, wo du eben die Übersicht hattest? Saved Instances heißt das. Outsider, hallöchen. Bei mir wird in WoW etwas heruntergeladen. Es stuckt bei mir auf 0% seit einer Woche. Weiß jemand, was da hilft? Seit einer Woche? Alter, nee, keine Ahnung. Reparaturprogramm durchlaufen lassen? Deinstallieren, neu installieren komplett?
Also seit einer Woche ist schon ziemlich kritisch, würde ich mal behaupten, oder? Kann ich als Monk Schwarzwertsgießerei mythisch solo? Yo, je nachdem wie erfahren du bei den Bossen bist, solltest du dich vorher zum Beispiel über den Schmelzofen informieren. Aber an sich solltest du da rein GS-technisch überhaupt keine Probleme haben. Das müsstest du mit jeder Klasse eigentlich machen können. Vor allem, wenn du natürlich Maximalstufe bist und ein bisschen Gear hast, ne? So, Leute, Gruppe LOL, L-O-H-L, wer mitkommen möchte, der kann das sehr, sehr gerne tun. Serverübergreifend, bisschen Gear mitbringen, ist kein Speedrun, ganz auf entspannt zum Weekend einmal durchrödeln. Und dann wird attackiert. Festplatte voll, oh, das wäre bitter, ne? Das wäre sehr, sehr bitter, auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob wir ein Grüppchen hier zusammenkriegen, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ein Tank, noch zwei DDs, ja, hier unsere DKs mit dem fetten Gear, ne? Und ein Heilerlein haben wir auch noch dabei. Herrlich, dann steht die erste Gruppe doch schon mal. So wollen wir das haben, Freunde. So wollen wir es haben. Unser Shami ist nur gerade noch im Loading-Screen oder so. Da ist er. Sehr schön. Habe ich auf Mythisch, hör mal? Nee, ist auf Hero noch. Hoppala. Weil ich in der jüngsten Vergangenheit ganz viele seltsame Sachen auch gefarmt habe. Will natürlich nicht behaupten, dass wir schon mal das Problem hatten, dass wir... Ist jetzt noch Hero? Ich weiß es nicht genau, um ehrlich zu sein. Weil eigentlich sind wir mythisch drin, oder? Mal gucken. Ja, unser Taucher, unser Tank ist genau reingeflogen, als er auf mythisch umgestellt wurde anscheinend. Das war exakt das Timing. Und dank dem Gildenbanner können wir gerade nicht sehen, ob es mythisch oder Hero ist. Sehen wir nach dem ersten Boss dann, Leute, ne? Ob es geklappt hat. Beim Tiefenpool hatten wir das mal. Da sind wir alle rein. Der Keystone steht da. Schade, jetzt haben wir es schon gespoilert. Du hast völlig recht, klar, daran sieht man das auch. Aber beim Tiefenpool hatten wir das mal, dass wir reingegangen sind. Das war einer der letzten Runs und keiner hat aufgepasst. Niemand im Chat, niemand in der Gruppe, ich am allerwenigsten. Dann sind wir durch, Endboss getötet, Hero-Loot. Das passiert auch immer wieder. Aber klar, ihr habt völlig recht, man kann das an dem Mythisch-Poller für den Stein, kann man das ganz einfach sehen. Wo Shai gerade den Schwertgriff erwähnt hat, am Release-Tag von 3.3 hatte der eine so hohe Drop-Chance, das war nicht normal. Am nächsten Tag Instant-Drop-Rate genervt. Zum Glück habe ich am ersten Tag direkt die neuen Innis gemacht. Ja, geil. Das ist natürlich zum einen super nice, wenn man da am Start ist, zum anderen sehr kacke. Hatten wir in BFA aber genauso, ne, mit diesem Ei für, wie heißt der, Kuafon? Für diesen Terror-Dax auf Hordenseite, den du dann so groß ziehen musstest, ne? Da haben wir das ja auch gedroppt bekommen. Oder nicht wir, sondern jemand im Stream. Und dann haben wir ja erstmal 300.000 Gruppen gefühlt gemacht und diese Quest geteilt, ne? Für alle, die da gerade da waren. Also das haben wir ja so unglaublich unter die Leute gebracht. Also wir im Stream, aber auch so viele andere Gruppen und Spieler, die dieses Ei dann hatten und die Quest teilen konnten. Ja, und dann kam Hotfix. Quest nicht mehr teilbar. Scheiße gelaufen, ne? Und die dann an diesem Tag nicht da waren, die hatten dann einfach die Arschkarte gezogen, ne? Miese Nummer, Leute. Miese, miese Nummer. Hab das Ei immer noch nicht. Ein Wochenende nicht da, ne? Eben einen Tag nicht da oder eine Weekends und zack, fehlt dir das ganze Mount, was halt alle anderen haben. Einfach nur, weil sie präsent waren. Sie haben keinen coolen Erfolg gemacht. Sie haben nicht irgendwie mega eskalativen DPS gedrückt oder so. Ne, sie waren einfach nur da und haben diese Quest geteilt bekommen. Scheiße, Mann. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Kuafon hatte auch das Glück, dass mir die Quest geteilt wurde. Ja, ich auch. Ich glaube, sehr, sehr viele. Ich weiß noch nicht, ob ich im Nachhinein dann die Ausdauer noch gehabt hätte, da irgendwelche Flugsaurier stundenlang in Nasmir zu killen. Aber wem mache ich was vor? Ich hätte definitiv die Ausdauer gehabt, das zu tun. Weil Reittier, geil. Nagrond, hallöchen. Sag mal, wurden die Drops für BFA Dungeon Mounts geändert? Mir ist der Raptor aus Königsruin plus 10 gedroppt. Nö, also das sollte schon immer möglich gewesen sein, dass die Mounts auch in M plus droppen können. Das Einzige, was nicht passieren kann, ist, dass die als Kistenloot auftauchen, meines Wissens nach. Aber in M plus können die auch droppen. Deswegen sind wir zum Beispiel auch immer, wenn es ging, Freihafen M plus gelaufen oder so. Weil viele noch den Highhappen zum Beispiel brauchten. Und Freihafen generell eigentlich ganz geil war. Es sei denn, es war zu viel verstärkt und anstachelnd und Geschisse. Dann habe ich häufig sehr laut geweint im Melee-Bereich. Mies. Hast du eigentlich irgendeinen BOE-Mount selbst gefahren? Was ist das für eine Unterstellung hier in der Frage? Irgendeinen BOE-Mount selbst gefahren? Ich allein habe dir ja schon zwei geschenkt. Nö, ich glaube nicht, weil ich die tatsächlich immer, bevor das auch nur eine Option für mich war, geschenkt bekommen habe. Ich überlege gerade, habe ich irgendein BOE selber gefarmt von den Mounts? Nö.
Ich glaube nicht, da habe ich ganz viele von euch bekommen. Shirun, Lumpy zum Beispiel haben mega viele verschenkt zum Beispiel. Aber, nö, ich glaube nicht tatsächlich. Frech, oder? Streamer-Loot aller Frechheit. Don Felipe, Jabberwocky, Hallöchen. Grüße, können Sie? Mein erster Zehner ist zwar fies in die Hose gegangen damals, aber der Heiler bekam den Raptor als Entschädigung seinerzeit. Ja, siehste. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber damals zu Kata gab es mal für kurze Zeit einen Bug in der Drachenseele, die Paladine OP gemacht hat. Normal konnte man nur ein Siegel sich geben, aber da ging es eine Zeit lang, dass man sich alle geben konnte. Teilweise wurden reine Pala-Gruppen aufgemacht, um schnell durchzuböllern. Echt? Nee. Habe ich damals nicht mitbekommen, aber Drachenseele Kata war ja auch meine coole LFR-Raider-Zeit. Ne? Da war ich ja viel zu schlecht und habe keinen Anschluss mehr gefunden. Und da war ich dann der coole Tank mit LFR-Gear, der Todesschwinges Rückgrat beherrschte. Ne? Oh, sahnige Zeit, lol. Und da habe ich von den generellen Machenschaften so nicht wirklich viel mitbekommen. War auch überhaupt nicht vernetzt, ne? War so in meiner eigenen kleinen Suchti-Bubble. Und da war ja auch noch nicht viel mit sozialen Medien und Co. Ne? Oder Discord-Servern, wo man dann sowas hätte mitbekommen können. Da war ich sowas von abgeschnitten, ne? Richtig krank, wie sich auch dieser, ich sag mal, Informationsflow wirklich verändert hat mit der Zeit, ja? Wie schnell man jetzt an Sachen rankommt, so. Nur hatten wir ja gestern Stichwort Wowhead-Datenbank, ja? Verrückt. Einfach wirklich verrückt. Du hast nie einen selbst gefarmt? Nee, tatsächlich nicht. Also, ich hatte das immer für die Flautenphasen, ja, ich will jetzt nicht sagen geplant, aber wäre halt eine Option gewesen, ne? Schön entspannt abends Netflix und irgendwie ganz nass mir umboxen für diese Blutspinne oder was es letztendlich sein soll. Und irgendwie ist das nie passiert, weil ihr, großzügig wie ihr seid, einfach immer direkt gegönnt habt, ne? Ehre an dieser Stelle. Ehre. Lehrenheld, Hallöchen. Wieso bist du damals von DD auf Tanks umgestiegen? Gab es einen Grund oder einfach so? Also zum einen war ich die DD-Wartezeiten satt und hab dann dadurch, dass ich 4 Tanks getwinkt habe, das gute Leben kosten können. Ja, mit Instant-Invites und wenn du weißt, was du tust, wenn du gutes Gear hast, wirst du überall mit Kusshand genommen und so. Das fand ich einfach sehr, sehr fresh, ja. Aber der Hauptgrund war tatsächlich nicht der, sondern wir haben versucht, unsere ersten Gilden-Raids aufzubauen und brauchten halt einen Tank. So, und dann dachte ich, ja, dann kannst du das ja jetzt eigentlich mal so richtig, richtig probieren. Und genau das ist dann auch passiert und dabei bin ich dann einfach geblieben. Ist tatsächlich kein super spektakulärer Auslöser oder so gewesen, aber es hat zeitlich einfach sehr, sehr gut gepasst in diesem Moment. Wie kann man in BFA am besten leveln? Boah, Digga, du hast momentan bis zum Pre-Patch einen 100% EP-Buff aktiv, also solange du nicht nur rumstehst und in der Nase bohrst, wirst du einfach effektiv leveln, ja, weil du so durch die Level fliegst momentan. Mit dem Pre-Patch wird die Levelphase generell für Shadowlands vereinfacht, also es ist eher schwierig, jetzt nicht optimal zu leveln, wobei optimales Leveln dann in der Regel auch komplett geisteskrank ist, sodass du irgendwie in 2 Stunden oder so Maximalstufe erreichst, wo man dann viel vorbereiten muss oder sich sehr gut auskennen muss, was nicht generell empfehlenswert ist. Und die anderen Wege unterscheiden sich dann meist nur durch kurze zeitliche Abstände, weswegen ich eigentlich immer sage, mach das, was dir am besten gefällt, mach das, was dir Spaß macht. Momentan mit dem EP-Buff und auch zu Shadowlands wird das reibungslos funktionieren und ablaufen. Ja, und wenn du Bock drauf hast und dich das nicht total ankotzt, dann wirst du weniger Pausen machen, wirst durchziehen und somit schneller 120 erreichen. Oder 60 dann eben nach dem Squish. Insofern einfach Attacke, ja. Und wird meiner Erfahrung nach sehr gut laufen. Ich renne seit Vortica Mimirons Kopf hinterher, jede Woche mit 10 Chars. Boah, gestern ist er in der Gilde auch bei jemandem gedroppt. Also er ist noch da, ne? Er ist noch da. Er muss nur am Ball bleiben, dann wird er irgendwann auch am Start sein. Ich bin gerade 120 geworden. Gratuliere mir, Boss XDDD. Yo, Meppo, GZXD. Glückwunsch zu Stufe 120. Seht ihr, Meppo hat auch am Stream Anfang Char erstellt, 2 Dungeons gemacht, zack, 120, lul. Nee, so schnell ist natürlich nicht, aber momentan echt. Also die Herausforderung ist es eigentlich, irgendeinen Weg zu finden, langsam zu leveln. Ja, weil du so zugeschissen wirst mit EP. Abartig. Drachenseele war mein erster Raid, in dem ich Main Tank zusammen mit meinem Bruder gemacht habe. War schon nice. Leider zockt der Gute heute kein WoW mehr, ne? Über die Jahre. Wir haben viele neue Kontakte geknüpft, aber auch viele verloren ans RL. Sehr belastend. Als der Furor bis 112 so unkillbar war, habe ich 6,5 Stunden am Anfang BFA die Hyäne gefarmt. War dann auch am Ende 112, ne? Zack, einfach rein, Blutdurst, Abfahrt. Scaling, Freunde.
Schöne Sache. Mr. O'Rourke, hallöchen. Das Level ist echt krass gerade. Ich habe gestern meinen Druiden angefangen, nach 2 Stunden 35 gewesen. Und ich level definitiv nicht optimal, meine ich, ne? Also wenn ihr aktuell so levelt, wie es euch am besten scheint, wie ihr am meisten Spaß dran habt, ob nur Dungeons, nur Questen, beides oder whatever, dann läuft das einfach. Ja, und dann braucht ihr vielleicht am Ende 1-2 Stunden mehr als der Typ, der jetzt eine optimale Levelroute hat oder seit 30 Jahren WoW spielt und genau weiß, welche Quest jetzt besser und schneller ist und so. Aber ja, wenn ihr das nicht im Kopf habt und vorher recherchieren müsst oder so und euch dann eine Liste schreibt oder wie auch immer, dann habt ihr die Zeit auch bloß nicht drin, weil ihr in dieser Zeit halt die Liste geschrieben habt, die ihr dann vermeintlich gut macht, ne? Euch Sachen anguckt oder. Darum einfach Attacke, Spaß haben und dann läuft das aktuell. Aber sowas von. Du weißt, dass du für Mimirons Kopf den Endboss killen musst, ja? Ich kenne viele Leute, die jahrelang Mimiron farmen. Hatten wir tatsächlich auch, nur mit Alars Asche, die dann seit zum Glück nicht Jahren, aber seit Monaten den Phönix-Boss getötet haben in der Festung der Stürme. Und wir dann sagten, ja, du musst aber Keltas töten. Oh, Schmerzen, Freunde. Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Langsam leveln, dann kommt wieder eine Ironman-Challenge. Ja, ich bin erstmal super gespannt, wie der Level-Squish die Ironman-Challenge ein weiteres Mal verändern wird. Also dieses Projekt, das geht ja schon seit Add-ons, seit Patches. Das ist ja unglaublich lang am Laufen auf meinem Kanal. Und jetzt kriegen wir die nächste Veränderung. Mal sehen, wie es da aussieht. Ob ich dann gewone-hitted werde mit meinem grauen Gear oder ob es leichter wird. Wir werden sehen. Man darf gespannt sein. Mal gucken, mal gucken. Ich stehe auch nur in OG rum und der Warlock ist nach 3 Stunden 40, ja, einfach durchs Mückentöten oder so in OG, ne? Zack, Level ab, Junge. Dieses andere schnell halt. Kriegen wir den umgehauen vor seiner Kackphase? Ja, schon, oder? Let's go. Boom. Oh nein, kriegt er es noch durch? Oh, das war knapp, Leute. Das war knapp. Jetzt kommt nochmal die muddige Charge und dann sind wir ja auch schon gleich beim Endboss. Ich drücke euch die Daumen, Freunde. Das ist unser erster Sonntagsrun hier. Also da kann sich der Raptor ruhig mal blicken lassen. Gestern leider in allen Runs nicht einmal. Der miese Hund. Da kriege ich so einen Hals. Ich sehe einen sexuellen Panda-DK. Wer kann das nur sein, Pilgor, oder? Wer könnte dieser Schelm nur sein? Die Asche von Alar bei uns im First Kill zu BC von Keltas gedroppt und meine Gilde hat mir den damals geschenkt. Keiner wollte den haben, ich sollte den nehmen. Das waren noch Zeiten. Den wollte keiner haben? Ihr seid ja auch eine Truppe gewesen, oder? Holy fuck, ich dachte, jetzt kommt die absolute Kriegs- und Gilde-Zerbricht-Geschichte. Und alle so, nö, scheiß Vogel hier, der müllt mir das Inventar zu. Ist ja auch geil. Immer mal anders. Hast du noch nie an ein anderes MMO gedacht als WoW? Oh, du, also wenn du dich auf meinem Kanal ein bisschen umschaust, da findest du auch Playlists zu Final Fantasy, Rift, Arcane und was nicht alles. New World habe ich ein bisschen reingespielt, bin ich sehr gespannt, aber nö, keins davon hat mir jemals ansatzweise so gut gefallen wie WoW, zumal ich ja hier verwurzelt bin, ne? Meine Freundin spielt WoW, mein Vater spielt WoW, mein Cousin spielt WoW, ihr, die ihr hier seid, spielt WoW mehr oder weniger, also abgesehen davon, dass WoW mir am meisten Spaß macht, hängt bei mir aktuell auch beruflich eine Menge an WoW. Also, jetzt einfach zu sagen, Leute, ab morgen dann die großen Rift-Streams, ne? Da würden, glaube ich, viele auch einfach kotzen, davon abgesehen. Ja, deswegen denke ich da schon dran. Habe auch viel experimentiert in Mad Moments und verschiedenen Testformaten und Co. haben wir uns auch immer wieder mal andere angesehen. Aber WoW ist einfach Liebe, ja. Absolut in jederlei Hinsicht. Akronex, hallöchen. Grüße. So, wir lasern schnell mal drüber, bevor wir hier nicht mehr dazu kommen. Und dann schön einmal durch die Hunter-Decke hier. Ich meine, an die DKs mit ihrem 470er, 480er Gear werde ich höchstwahrscheinlich nicht rankommen, aber wenigstens so ein bisschen Präsenz zeigen, ne? So, wir waren dabei mäßig. Einfach mal dabei sein, Leute. Ein bisschen Schaden drücken. Ist doch auch schön. Da fällt er schon um. Sehr gute Sache. Damals haben Mounts noch Platz im Inventar verbraucht. Eben, Pets ja auch, ne? Mounts und Pets damals noch kein eigenes Interface gehabt. Erbstücke und so ja auch nicht. Das kam alles viel später, ja. Ah, belastende Zeit, Alter. Sehr belastend. Was würdest du eigentlich von so einer Art Bad Luck Protection für Mounts halten? Zum Beispiel pro Kill, wo es nicht droppt, beim nächsten Kill 0,1%. Boah, nee. Nee, fühle ich nicht, muss ich sagen. Ich finde, wir alle sollten auch leiden beim Mountfarm. Und ich glaube, es würde mir einen Teil vom Mountfarm auch kaputt machen, wenn ich einfach wüsste, okay, das muss dann irgendwann droppen, weißt du? Das, ich meine, es wäre schon geil, weil dann kann man die gezielt holen, aber es ist ja jetzt nicht so, dass, ich sag mal, ein Großteil der Spieler mit 10 Jahren Bad Luck auf unbesiegbar rumrennt oder so, ne?
Das sind ja schon immer einzelne Ausnahmefälle. Und das ist natürlich Kacke für die. Also so ab 10 Jahren Dauerfarm könnte man vielleicht mal drüber reden, damit derjenige dann nicht langsam zerfällt in seine Einzelteile oder so, weil nur unbesiegbar ihn noch am Leben halten kann. Da kann man mal drüber reden, aber jetzt generell bei jedem Try, gerade wenn wir an uns Vieltwinker denken und so, schwierig, glaube ich. Sehr, sehr schwierig. Max, hallöchen. Grüße, Grüße. Das ist geil. Bin in meinem Umfeld der Einzige, der WoW zockt. Ja, das wollte ich nie. Darum habe ich alle zu WoW gebracht. Meine besten Freunde haben ihrerzeit auch super viel WoW gespielt. Und das war immer so ein gemeinsames Daddeln einfach. Sehr wichtig, den Begriff Daddeln wieder salonfähiger zu machen in solchen Gesprächen. Dante, 27 Monate, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Danke, danke. 8 Jahre Bad Luck auf kopflosen Reiter. Also, wenn man wirklich, ich sag mal, 10 Jahre lang jeden Tag das irgendwie farmt, ja, dann kann man vielleicht mal drüber reden, Lul, aber jetzt so generell, ich glaube, das würde sich zu schnell aufsummieren und diese Sicherheit wäre, glaube ich, dann auch echt gar nicht so geil. Also ich würde es nicht so feiern, ich meine, in dem Moment, wo man es farmt, will man es natürlich, aber rückblickend, glaube ich, hätte es nicht so reingehauen, ja, wenn es dann letztendlich doch endlich mal gedroppt ist, ja. Weil dann wusstest du ja, dass es irgendwann droppt. Versteht er das so? Gefühlstechnisch irgendwie? Kein Plan. Es fühlt sich komisch an. Dankeschön, Leute, für diesen Run. Hat mir sehr gefallen. Und was meinte ich, habe ich denn noch eigentlich? Hexer? Magier zum Beispiel noch. Genau, ein bisschen Feuer, ein bisschen dies, das. Nice. Und ihr wisst, was passiert, Leute, wenn ich auf den Magier logge. Es wird definitiv kein Schaden kommen. Deswegen bringt bitte ein bisschen GS mit. Sad. Ich finde, das Wort Lümmel sollte auch wieder öfter gesagt werden. Ja, oder Mops Fidel zum Beispiel. Ganz, ganz essentielle Sachen. Ne? Zählt das auch, wenn man 10 Jahre lang die Liebesrakete farmt an den Tagen, wo sie droppen kann? Ja, das sind dann die wahren Fragen, die wir stellen müssen. Das stimmt. Wie handeln wir das mit Event Mounts? Wie handeln wir das, wenn jemand einen Tag mal wegen Internetproblemen dann doch nicht farmen konnte? Kompletter Reset direkt, weißt du? Ah, schwierig, ne? Manche sind derbe unlucky, ja. Absolut. Freunde, nächste Runde Königsruh. Hoppala, das war's, Gildentool. Organisierte Gruppen, Benutzer definiert. LOHL. Wer mitkommen möchte, kann das gerne tun. Ich habe nur noch DDs. Tanks haben wir gestern schon durchgeballert. Und dann hoffen wir mal das Beste. Cory, hallöchen. Grüße, Togo genial. Voll Togo. Habt ihr wirklich, es war ja so super RTL-Kram, ne? Mit Togolino und dieser Kuh und so. Hat wirklich jemand von euch unironisch voll Togo gesagt? Oder wie hießen die? Super RTL und so, die hatten ja auch ihre eigenen Bands, ne? Banaru und so mit Dubi Dam Dam. Alter, wahre Überkings werden Dubi Dam Dam noch kennen. Aber da muss man sagen, das ist wirklich die Oberelite, die da noch genau weiß, was da abgeht. Ich glaube, das hat niemand jemals ansatzweise unironisch gesagt. Oh, es schreiben viele klar. Puh, es ist aber schon schwierig. Also unironisch Dubi Dam Dam singen oder voll Togo sagen, Bruder, das ist schon krass, ne? Das ist schon wirklich krass. Aber viele kennen es auf jeden Fall noch. Nicht viele sagen es oder singen es, aber viele kennen es. Darauf habe ich auch gehofft. Chips mit diesem Ausrufezeichen, ja, Mann. Ach, oh, belastend. Oh, oh, oh. Ja, Knorke gehört auch wieder etabliert. Alles muss wiederkommen, ja. Genau so. Die sind bei mir in der City aufgetreten. Gott sei Dank war ein Bierwagen auch da. Sehr gut. Lausbub fühlt es schon. Hat die Lyrics noch parat nach all den Jahren. Guckt ihn an. Jedes Wort kennt er noch. Geil. So, Heiler brauchten wir noch einen. Jawollo. Da ist unser Monk hier am schnellsten gewesen. Sehr schön. Leute, dann einmal auf. Entspannt den nächsten Run hier angehen. Ach, das, also, ihr müsst, das waren ja erwachsene Menschen, ne? Stellt euch auch wirklich vor, ihr seid, also Vorstellung jetzt, ne, ihr müsst es nicht sein, lel. Ihr seid einfach erwachsene Menschen und seid dann so als Band bei Super RTL gesigned und freut euch so, ja, auf euren ersten Song und kriegt dann diesen Track vorgelegt und müsst dann Dubi Dam Dam singen und so heftig abdancen. Stell dir einfach vor,
So auch, du siehst deine Familie, deine Freunde nicht so häufig, weil du lebst deinen Traum, du klapperst diese Castings ab und schreibst dann so eine Rundmail: Leute, ich hab's geschafft, ich bin in einer Band, ich bin bei Super RTL gesigned, alles so geil, wie ist dein erster Song? Und dann sehen sie dich so komplett ernst abdancen mit so einem schlecht animierten Alien wie der Crazy Frog früher oder so, weißt du, in der Handywerbung. Und du singst dann Dubi Dum Dum, Alter. Dann ohne Witz. Ohne Witz, dann lieber DJ Ötzi mit seinem McDonalds-Song, weißt du? Wir bilden mit den Händen ein Dach über dem Kopf. McDonalds und so. Ey, was für eine abgefuckte, kranke Zeit eigentlich. Weißt du, Leute reden darüber, dass früher alles besser war und leben dann in Zeiten, wo Dubi Dum Dum irgendwie in den deutschen Charts war, Alter. Labert doch nicht. Labert doch nicht. Oh, scheiße, was war das denn eigentlich? Oh mein Gott, was für eine geisteskrank abgefuckte Zeit. Ich bin so froh, dass ich das damals schon gehasst habe. Echt. Was ist das, oder? Was ist das? Sagu, 15 Monate. Dankeschön für deinen Support. Oh, ich muss hier erstmal umtippen. Dankeschön. Dubi dam, dubi dam, dubi dam, dubi dam, dubi dam, dam da, dubi da ba, dubi dam, dubi dam, dam da. Dubi dibi dam, dubi dam, dam da, dubi da ba, dubi dam, dubi dam, dam da, dubi dibi dam. Oh, ich schwitze. Ey, das war aber verdächtig nah am Original, oder? Also, das war wirklich nah dran, Robo Silvi. Ghostwriter confirmed. Dankeschön für diese Donation. Huh, oh, das war ein bisschen viel gerade, das war viel zu krank, echt, das können wir nicht machen zum Sonntag. Cory, dankeschön, danke für dein Cheering. Hui, Junge, nee, das war schlimm, muss erstmal was trinken hier. Wir reden jetzt nicht mehr über Super RTL, das machen wir nie wieder, das war sehr schmerzhaft, diese Erinnerung. Ah, oh, warum gibt es sowas, warum kennen wir sowas noch, ey. Ganz ehrlich, holy fuck. Ja, aber gute Zeit trotzdem. Gute Zeit, ja. Abgesehen von der Musik vielleicht. Und das wurde ja auch schlimmer, ne? Das wurde ja auch schlimmer. Ich erinnere mich auch an Songs, wo diese Bands oder diese, kann man das überhaupt Bands nennen? Keine Ahnung, wo die immer jünger wurden. Es gab dann auch zwei Mädels, die irgendwelche Pinocchio-Songs gesungen haben. Kennt ihr das noch? Die hatten dann so deep Lines wie, warte, ich muss überlegen. Clip, klapp, die haben so das Holzgeräusch nachgemacht von Pinocchio, kennt ihr das auch noch? Clip, klapp, er springt gern in den Dreckschlamm oder so. Und dann war da so ein Handygame-animierter Pinocchio, der dann in so eine Schlammpfütze gesprungen ist. Und alle fanden das anscheinend irgendwie geil. Ha, Clip, klapp, er springt in den Schlamm, ha, ha. Ha, das war noch kränker. Das war noch kränker, Alter. Da ist ja Dubi Dam Dam, ist ja Goethe-Level. Im Vergleich zu, er springt dann in den Dreckschlamm, Alter, was war da denn eigentlich los? Also, diese ganzen Bands, die sind auch, ich glaube, immer kaputter und gleichermaßen immer jünger geworden. Es war eine düstere Zeit, ja. Es war definitiv eine sehr, sehr düstere Zeit. Ich glaube, alles fing an mit Schlumpfen-Techno. Ich glaube, das war der Anfang. Und als die Produzenten dieser CDs gemerkt haben, okay, Leute kaufen das, ich glaube, da haben die angefangen, so viele Pilze durcheinander zu fressen, dass es echt immer schlimmer wurde, weißt du? Es gab auch nie die Chance, da wieder rauszukommen. Es ging nur noch kontinuierlich bergab. Also, ganz, ganz geisteskrank, ja? Broses waren auch genial. Boah, das war mit Ross Anthony sogar noch, oder? Der heute ja auch immer noch überall rumhüpft und keiner weiß so richtig warum, aber... Ach, was zum Fick war denn diese Zeit eigentlich? Kleiner Hai zum Beispiel auch. Ja, genau, das geht alles in Kategorie. Es geht immer weiter bergab, liebe Leute. Holy fuck. Scheiße. Oh mein Gott. Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam, 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 dam. Ja, es gibt einen, der zu dir hält, oder? Es ist Sauerfang, Leute. Hier habt ihr es zuerst gehört. Was für Zeit, ne? Was für Zeit. Dann stellen sich irgendwie die Generationen hin und sagen, früher war die Musik bei uns besser, Junge. Da muss man aber ganz doll aufpassen, wenn man sowas sagt. Schnappi das Krokodil, ja. All dieser Kram. Ey, das war doch nicht normal. Das war doch nicht normal. Ganz ehrlich. Kurze Zwischenfrage. Wenn ich meine Add-ons aus dem Add-on-Ordner rauskopiere und in eine WinRAR-Datei werfe, behalte ich dann meine kompletten Einstellungen? Habe ich absolut keine Ahnung von. Vorne, wenn das jemand weiß, gerne Watson Chan einmal weiterhelfen, aber bei solchen technischen Sachen bin ich sowas von raus, ne? WinRAR-Datei. Ich hatte, glaube ich, mal irgendein Programm, was auch WinRAR hieß, aber frag mich nicht.
was die so machen. Bananas in Pyjamas, peinlich. Ich fand die als Teenie super, siehst du, das sind so diese Sünden, ja. Das sind diese Sünden, wo man nach Hause kam, erstmal ich muss durch den Monsun durch die Küche gerufen hat, also, ja, schon schlimm. Schlimme Zeit. Schlimme Zeit auf jeden Fall. Lass Ketchup. Ich glaube, dieser Tanz, der wird sogar manchmal immer noch auf Partys so zelebriert, also wenn so diese alte Zeit auch kickt, ja, wenn plötzlich nicht mehr nur asozialer Deutschrap läuft oder so, sondern auch irgendwelche Anime-Openings, dann kann sowas auch passieren. Schnappi aus dem Jamba-Spa-Abo, na klar, Crazy Frog, Tweety, das Küken und wie sie nicht alle hießen, nebenbei schön im Habbo-Hotel rumpimmeln, Alter, schon stabile Zeit insgesamt, aber musikalisch, ich sag mal so, ich hätte auf diese Reise gerade verzichten können, ne? Also wäre echt okay gewesen, wenn wir das alle vergessen hätten, bin ich ehrlich. Wäre gar kein Problem gewesen. Dalmira, 15 Monate. Dankeschön für deinen Support. Vielen, vielen Dank. Ach man. Ich kenne nur Schnappi, die Bärenfalle aus dem Garten. Ja, Grüße an meinen einen Kumpel im Wald. Der kennt das möglicherweise auch daher. Sehr belastend. Sehr, sehr belastend. Was geht heute so im Stream? Wir haben Inseln schon fertig. Wir machen noch ein bisschen Königsruhe. Dann ist Zeit nach Mittagspause. Und dann ist wie immer sonntags ein bisschen Nachtfestung. Blümchen, Ozone. Oh mein Gott. Gott, ja, und es gab dann ja diese, gibt's die immer noch, so Bravo-Hits-CD? Oder was ich immer hatte, hatte er dann so einen coolen, portablen CD-Player, ne? Beste Leben. Und da hatte ich dann immer Bravo-Hits oder Smash, hieß das, glaube ich. Smash, das war so ein Männchen mit so einer Cappy auf und so einem Umhang, so superheldenmäßig. Und eigentlich hatten beide CDs immer auch dieselben Songs gefühlt, aber die hatte ich immer. Das war so meine Mucke, weißt du? So schnell mal skippen und dann irgendwie von Die perfekte Welle rüber zu Banaru, Alter. Das war schon der Lifestyle. Gibt's immer noch Doom? Oh mein Gott, ja, mit diesen großen Disco-Kugeln immer drauf und so, ne? Boah, holy fuck. Holy fuck, das ist schon sehr strong. Bravo-Hits immer noch. Sind manchmal ganz cool. Okay, krass. Habe jetzt sehr lang keine Chartmusik mehr so richtig gehört. Also vielleicht mal nebenbei, aber nicht gezielt, ne? So irgendwelche Top-Hits und so ein Kram. Heftig. Legendäre Party-Hits der 2000er. Boah, heftig. Was ist diese nostalgische Reise? Schon heftig auf jeden Fall. Du hattest doch eher Kuschelrock. Ja, Tiefseerock hatte ich, Sandor. Deswegen bin ich heute so vorbelastet, ne? Captain Jack fand ich immer cool. Boah, es gab so viel Kram einfach, ne? Holy fuck. es gab halt, auf der einen Seite gab es mega viel Kram, aber gleichzeitig halt auch super wenig, weswegen halt jeder auch immer dasselbe gehört hat, ne? So, heute hast du ja gefühlt jeder ist irgendwie Soundcloud-Rapper oder hast du seine eigene Mucke, Lul. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Ja. Die Fliege war nicht dumm, sie machte Summ, Summ, Summ und flog mit viel Gebrumm ums rote Pferd herum. Also die Audioqualität, die erinnert mich auf jeden Fall an diese Bravo-Hits-CDs von früher. RoboSilvi, dankeschön für den erneuten Fünfer und diesen sehr wichtigen Songtext, den wir, glaube ich, alle gefühlt haben. Und diese Tracks, die klingen auch alle wirklich sehr nah am Original, muss ich sagen. Also ich fühle mich gerade wie bei so einem Live-Konzert, ja. Ist schon heftig. Welches Lied ist das? Der Root Sandstorm, Allah. Immer. 24-7. Es gibt nichts anderes. Kennst du noch Grob Teckern? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Oh ja. Das war fast, man könnte sagen, eines der ersten großen deutschen Musikmemes, oder? So, wo man eigentlich Memes noch gar nicht kannte, so als Begriff. Das war ja noch vor den Meme-Faces und so, ne? Alter, Grob Teckern, aber hallo, die sind mal in so einer Gerichtssendung auf RTL aufgetreten und ich dachte, ich sehe nicht richtig. Damals dachte ich noch, das wäre alles echt. Oh ja, wie leichtgläubig wir doch noch waren. Einige noch heute sind, davon abgesehen. Andere wollen so leichtgläubig sein, auf Nacken der eigenen Unterhaltung, aber großes Uff. La 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 la, the magic melody goes la 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 la, come on and sing with me just la la la. Oh mein Gott. La la, oh, music is the key, just la 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 la, so it will set you free. Oh mein Gott. Ja, Kleinfinger. Dankeschön. Jede Note hat gesessen. Danke, danke. Ich weiß nicht, ob ich mich für diese Donations wirklich bedanken sollte. Sie triggern den Urinstinkt des Wegrennens und des Verdrängens. Aber naja, man fühlt auf jeden Fall die Mucke, ne? Zumindest heute sind wir alle wieder jung. Lel. Sehr teuflisch.
Super Richie kommt zu dir, fliegt, wenn du am Boden bist und es nach Ärger riecht super. Oh Gott. Super Richie schneller wie der Wind. Schneller. Oh, zockenhaft, dankeschön für diese sehr teuflische Donation, Bruder. 666 so Nuggets mit den 10 Monaten. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. Mitbekommen, dass Tokyo Hotel wieder Musik rausbringt? Ja, tatsächlich habe ich das mal wieder verfolgt, seit Tom Kaulitz, ja, also der Bruder mit den Dreadlocks, ne, seit der mit Heidi Klum zusammen ist. So, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, oh, Bruder, was ist bei denen eigentlich schon wieder los? Ne, die sind ja dann, ja, die sind einfach sehr jung, sehr reich geworden, haben alle ihre Mega-Buden. Ja, die einen sind verheiratet und chillen, die nächsten machen die nächsten Überprojekte und so. Dann hatten die ja irgendwie nochmal so eine Stilfindungsphase. Jetzt haben sie ja einige alte Songs nochmal neu aufgelegt und interpretiert. Und also die gibt's noch, ne? Die machen irgendwie weiter, erfinden sich neu, erfinden sich dann auch wieder alt und so. Schon krass, ja. Schon krass, habe ich echt die Tage so ein bisschen verfolgt, weil es ist ja so, du guckst dir eine Insta-Story an oder so und du kommst nicht mehr weg von den Empfehlungen. Ne? Und da muss ich echt gestehen, ich habe mir die letzten Abende bisschen Tokyo Hotel-Stuff gegönnt. Also nicht die Mucke, aber so von den anderen beiden. Wie war das, die Brüder, das waren ja Bill und Tom und die beiden, für die sich nie irgendwer interessiert hat, waren Georg und Gustav oder so, ne? Und bei den beiden war ich auf Insta unterwegs und einer von denen hat halt die mega geile Bude, ne? Ich glaube, der Drummer war das und mit den blonden Haaren hier, der Typ, ne? Und der hat dann Insta-Story gemacht, wie er seinen Pool baut und so. Ja, das habe ich mir gegönnt, war irgendwie interessant, den Typen ein bisschen labern zu hören. Frag mich nicht, keine Ahnung, es war irgendwie 3 Uhr morgens, ich konnte nicht pennen. Und ja, habe ich mir ein bisschen Tokyo Hotel Input gegönnt. Und war echt nicht schlecht, war echt irgendwie auf eine sehr verstörende, nicht ganz nachvollziehbare Art und Weise war das sehr interessant, irgendwie zu gucken, was die Member von Tokyo Hotel gerade so machen. Und der eine baut einen Pool und der andere macht mit Heidi Klum rum. Also läuft jetzt nicht schlecht bei denen, oder? Könnte durchaus schlimmer sein, würde ich sagen, wie sich das entwickelt hat. Raymond, hallöchen. Grüße. Nicht die Mucke, nur die Musik. So, wir müssen da natürlich auch korrekterweise bei den richtigen Begriffen bleiben, ne? Das ist ja sehr, sehr wichtig für den Fortbestand einer solchen Diskussion. Das ist wahr. Ich habe mir gerade den Grabmal des Sageras Kriegergürtel gekauft, aber auch nur, weil ich die DK-Schuhe gedroppt bekommen habe und die nun versuche zu verkaufen. Also wenn du die loswirst, dann ist auch geil, aber Wartezeit, ne? Schala, Hit, Schala, gib niemals auf, ich weiß, das Feuer brennt in dir, bald hast du dein Ziel. Erreicht, Schala, Hit, Schala, öffne dein Herz, du hast die Macht, alles zu tun, ich weiß, du kannst es schaffen. Ja, es ist natürlich diese andere Ecke von alten Songs, wenn man es so nennen möchte, die ich sehr differenziert von allem betrachten möchte, was wir eben besprochen haben. Son Goku, dankeschön. Jetzt mal den richtigen Shit hier, Dance Game, Sherry, Sherry, Lady Living in Devotion, oh, it's always like the first time, let me take a part, Sherry, Sherry, Lady, like tears, no tomorrow, take my. Oh Gott. Hard don't lose it, listen to your heart. Gänsehaut. Und Rocktool kommt rein, das war seine Beschwörungsmelodie. Moin, Lumpi, Lumpi Lull. Dankeschön. Ey, ohne Witz, wo ich gerade von Insta-Stories geredet habe. Ich gönne mir auch immer Insta-Stories von Dieter Bohlen. Leute, Dieter Bohlen macht immer ein Format. Ich mache gerade Werbung für Dieter Bohlens Instagram-Profil, Leute. Soweit ist es gekommen. Er macht ein Format, da begrüßt er die Leute mit herzlich willkommen zurück zu Dieters Tagesschau. Und vorne, stellt euch vor, es ist 2020 und ihr gönnt euch Dieters Tagesschau von Dieter Bohlen, wo er ein bisschen was erzählt. Ey, war irgendwie ganz witzig. Die letzten Tage war mir ein bisschen zu krass, weil zu viel DSDS und Wendler und so, aber ab und zu macht Dieter Bohlen einfach Insta-Stories und die habe ich mir echt die letzten Tage ein bisschen gegönnt und es hat mich bisher noch nicht verändert. Also weder die Tokyo Hotel Insta-Stories noch die von Dieter Bohlen haben mich bisher verändert. Also vielleicht doch und ich merke es nur nicht, aber ja, das war irgendwie mein Abendprogramm die letzten Tage. Schon ein bisschen krank, oder? Aber was soll's, dazu ist es da. Beri, hallöchen. Grüße, wir haben uns gestern einen halben Stream über Kacke unterhalten. Also ich glaube, wir sind nicht diejenigen, die gerade Dieters Tagesschau verurteilen dürfen. Aber vielleicht nächste Woche. Vielleicht sieht das nächste Woche ja schon wieder ganz, ganz anders aus. Einfach Gänsehaut. Ja, Leute, dankeschön für eure musikalische Beschallung hier. Na, es war ein wahres Fest. Hast du TikTok? Nee.
Und habe ich auch nicht vor, tatsächlich. TikTok empfinde ich als unglaublich großes Geschwür, als unglaublich großen Schmutz. Und ich sage immer, wenn ihr TikTok habt und ihr macht nicht selber solche Cringe-Zusammenschnitte von deutschen TikTok-Nutzern, Freunde, dann passt auf, denn ihr seid höchstwahrscheinlich in einem drin. Das ist immer die Warnung, die ich gebe. Und darum distanziere ich mich auch sehr, sehr gern von allem, was irgendwie mit TikTok zu tun hat. Ne? TikTok-Omega-Lull. Fühl ich. Fühl ich. Nachtfestung gleich Ali oder Horde? Wie immer, eine Runde Ali. Eine Runde Horde. Ich glaube, du solltest ja Sicherheit wegen mal einen Corona-Test machen. Wegen Insta-Stories, ja. Muss man vielleicht tun. Wie stellen wir uns hin, Freunde? So? So? Ja, hingehauen. Sehr schön. Mit den Äxten muss man halt immer aufpassen, ne, wie man tippelt. Da tippel ich immer lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig, wenn ihr wisst, was ich meine. Gefährlich. Gefährlich, gefährlich. In was für Themen bin ich da geraten? Raymond, wir haben gerade... Boah, warte, das ist ja immer super interessant. Wie hat's denn angefangen gerade? Ich habe mir gestern noch Flohsamen gekauft. Maximale Ehre. Wie hat denn das Thema gerade angefangen? Wir waren ja bei Songs, wir waren bei Dubi Dam Dam, da hat's angefangen mit Banaru, mit Togo und so. Wir haben, glaube ich, generell über alte Zeiten und waren dann so bei Songs und Super RTL und dann ist es leider derart eskaliert, dass ich, gar nichts weiter dazu sagen kann, wie auch möchte und so. Der Sonntagsbraten wartet auf mich. Danach drehe ich erstmal eine Runde Linkin Park und Slipknot auf, um den Mist wieder aus dem Hirn zu bekommen, den man hier gerade gehört hat. Bis nachher. Gnolde, bisschen Modern Talking oder modernes Reden, mein Lieber. Da sehen wir uns aber. Viel Spaß und guten Hunger. War Heidi Klum nicht dieser eine Obdachlose vom Bonner Hauptbahnhof? Wir stehen auf, wir drehen auf, wir halten fest zusammen, jeder von uns muss ein Kämpfer sein. Wir stehen auf, wir drehen auf, gemeinsam sind wir stärker und werden die Welt befreien. Oh, Kleinfinger. Die Anime-Freunde, sie wurden getriggert, ja. Digimon. Aber, wie gesagt, die Anime-Openings, die habe ich in einer ganz anderen gedanklichen Kategorie als fucking Banaru und Chips und Tokyo Hotel und was nicht alles. Also, es gibt bestimmt auch Playlists auf Spotify, da ist so durch den Monsun und dann kommt Ich will der Allerbeste sein und dann kommt Schnappi das Krokodil, gefolgt von Crazy Frog und dann kommt wieder Lebt dein Traum oder so. Aber das sind auf jeden Fall Playlists, wo ihr mich nicht finden werdet, weil ich will das auf jeden Fall getrennt haben. Oh mein Gott, gebt euch, ihr seid auf einer Feier und es läuft einfach diese Playlist, Mann. Da weißt du doch gar nicht, wie du dich fühlen sollst. Also, da würde ich höchstwahrscheinlich weinen, aber nicht aus nostalgischen Gründen, wisst ihr, was ich meine. Freunde, aber schon krass, oder? Was wirklich so mit diesen Zeiten alles in Verbindung gebracht werden kann, ist schon enorm. Und was ist jetzt das Fazit? Was ist jetzt das Fazit? Ich sag's euch, wir sind scheiß alt, Leute. Wir sind halb mumifizierte Omas und Opas, so sieht's nämlich aus. Wir sind fast Rentner, oder? Ich glaube, jeder, der früher Banaru mal gehört hat, der ist jetzt schon mindestens 3 Jahre im Rentenalter. Es geht immer schneller, ne? Ruckzuck. Hab mir damals mit 13 immer Elimania beim WoW-Zocken reingezogen, auf jeden. Als dann die WoW-Phasen kamen, klar, da durfte Elimania, da durfte der Klassenblock und so nicht fehlen, ne? Klar, absolut. Freunde, wieder kein Mount gedroppt. Das ist sehr schade. Ich danke euch fürs Mitkommen. Sehr angenehme Runde gewesen. Dann machen wir jetzt noch eine auf Alis Seite. Und dann habe ich auch langsam so ein Hüngerchen. Ne? Dann sind wir auch bei unseren 2 Stunden wieder dran. Dann können wir noch ein Giveaway machen. Ich habe schöne Mounts bekommen. Dann machen wir jetzt noch eine Ali-Runde. Und dann machen wir noch ein schönes Mount-Giveaway, würde ich sagen. Vielleicht ja sogar 2, weil jetzt noch eins droppt. Wer weiß, wir werden sehen. Wir werden sehen. Was zur Hölle ist Banaru? Ja, Rocktool kommen. Rocktool tut jetzt wieder so, als wäre er mit seinen 47 Jahren irgendwie nicht mehr aktuell in der Zeit, ne? Das sind wieder, Leute, unsere älteren Mitspieler, ja, die sich dann so ein bisschen erhaben sehen. Lul. Nee, das ist die Band Rocktool, die Dubi Dam Dam gesungen hat, ist das. Jetzt fühlt er es, merkt er das? Jetzt langsam wird es reaktiviert, jetzt wird gerade zum Krückstock gegriffen. Jetzt wird so tatternd gerade zum CD-Regal rübergeschlichen, so. Richtig schön wackelig. Und dann wird jetzt mal sortiert so ein bisschen. Wisst ihr, da guck, Chloa hat es hier gleich gepostet. Kannst wieder zurückkommen. Ich finde das schön, die Vorstellung, wie Rocktool wirklich so ein richtiger Opi ist, weißt du? So ein richtiger Opi und geht wie so ein gebückter Troll, ja. Und gerade zu seinem CD-Schrank, schließt ihn auf und hat erstmal lauter Banaru-Alben da stehen, Junge. Das wäre schön. Das wäre gerade mein Wunsch gewesen für diese
Situation, aber ich glaube, das war leider nicht der Realität entsprechend. Ich vermisse die Server-Down-Show aus der Anfangszeit von WoW in BC. Habe ich original nur einmal geschafft zu gucken. Ganz traurig. Wollte ich immer sehen, überall war Werbung dafür und ich hab's nie geschafft. So mad deswegen. Ganz traurig. Gut, kenne ich nicht und das ist auch scheinbar gut so. Ja, Rocktool war damals immer draußen, hat so Modetipps gegeben. Ja, hat immer allen Leuten irgendwie Gürtel geschenkt und so. Und während wir dann Super RTL geschaut haben, war er damit beschäftigt. Und darum hat er da leider nie eine Bindung zu bekommen, Leute. Aber so ist das Leben. So ist das Leben. Aber Rocktool, Crazy Frog kennst du, oder? Warte, jetzt wichtig, damit wir Rocktool nicht völlig an das Alter verloren haben. Rocktool, Crazy Frog ist präsent, oder? Enttäusch uns nicht, Bruder. Enttäusch uns nicht. Dobson, dankeschön für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Gorlak, hi. Ich glaube, Rocktool richtet gerade seinen Monokel. Was erzählen diese Leute da im Interwebs von irgendwelchen Bananenkängurus und so? Das kann auch sein. Jamba Spar Abo. Ja, ich glaube, da haben alle das auf dem Schirm, oder? Weil wenn nicht, dann ist mein Joke vielleicht Realität und Rocktool war wirklich draußen Gürtel verkaufen. Ich hoffe, nein. Crazy Frog konnte man ja nicht entgehen. Darum ging es tatsächlich. Darum ging es auch gerade. Also, falls jemand zufällig gerade reinkam, das hier ist nicht das geheime Treffen der elitären Banaru-Fans oder so. Wir haben tatsächlich gesprochen über so Musik, der man nicht entkam und die dann mit so auch Sendern teilweise oder irgendwelchen Handysachen zusammenhing. Ne? Und da war Banaru wie diese ganzen Super-RTL-Casting sonst was Bands gerade sehr präsent. Deswegen habe ich nur mal nachgefragt, weil es wäre jetzt natürlich super interessant gewesen, wenn du sagst, nee, kenne ich auch nicht, weil dann hätten wir wissen müssen, wie du dem ganzen Kram entkommen bist, Alter. Dann wäre es wirklich die Gürtelgeschichte gewesen. Aber so ist es Kategorie, man kann halt auch bei allem, was präsent ist, nicht immer alles kennen. Ne? Klassiker. Organisierte Gruppenbenutzer definiert, LOHL, Freunde, nächste Runde Königsruhe. Ihr müsst ein bisschen geiles Gear mitbringen, weil auf Ali's Seite, ihr wisst es, geht so bei mir. Ja, R-Kategorie geht so und dann rödeln wir hier auch nochmal eine schöne Runde durch, würde ich sagen. Wenn wir Rentner sind, was ist Bolias? Weil ja gut, dieser Mann ist so alt wie eine Galapagos-Schildkröte. Ne, der war ja noch dabei bei allen Geschichten hier, Römisches Reich und so weiter. Ne, diese Wolfsstatuen hat er mitgefertigt und sowas. Also dieser Mann, ich sag mal, der Verfall, der setzt ja auch immer weiter ein. Ich weiß nicht, wie aktiv ihr die Mad Moments verfolgt, aber ab der vorletzten Folge, wenn ihr da einsteigt und auch die kommenden für dieses Jahr noch verfolgt, es wird schlimmer. Ja, es wird wirklich immer, immer schlimmer und lange kann er, glaube ich, auch diesen Unsterblichkeitszauber nicht mehr aufrechterhalten und dann, ja, folgt das Treffen mit Jopi Hester oder so, ich weiß es nicht. Okay, schauen wir mal, wie das aussieht hier. Mit einem schönen Grüppchen, da haben wir einen Tank, da haben wir leckere DDs und dann brauchen wir nur noch einen Highlighter und dann sind wir auch schon ready, hier weiterzugehen. Er war dort vor 10.000 Jahren am Fuße des Schicksalsberges. Das glaube ich nämlich auch. Ja, das glaube ich auch. Ziemlich sicher. Wer die Zeit nicht kennt, ist halt geheime Nachtelfentechnologie. Möglicherweise auch das. Ja, möglicherweise ist es das. Man kann sie nicht sicher sein. Boah, so, ich muss mich erstmal echt akklimatisieren. Was waren das eben für für Themen, für Donation-Texte, für Songs. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut war, dass wir das alles in dieser Form reaktiviert haben. Ne? Ich weiß es wirklich nicht. Nachtfestung nachher mythischen alle Bosse. Yes, das ist korrekt. Junge, 2005 war das krank, oder? Da habe ich hauptsächlich Linkin Park, Hammerfall und so weiter gehört. Da sind solche komischen Boygroups glücklicherweise an mir vorbeigegangen. Ja, nice. Outsmarted einfach, Rocktool. Ne? Viele von uns waren da leider nicht so verschont durchgekommen. Sehr belastend. Du benutzt ja ATT, oder? Yo, wie kann man bei ATT einstellen, dass bereits im Inventar eingezeigt wird, am Item-Symbol, ob ich das Teil bereits als T-Mock habe, die blauen Häkchen? Hoffe, man versteht das. Ja, ich verstehe das schon, wenn ich hier jetzt rüberfahre. Du meinst das da unten, gerade wenn die das Aussehen teilen, ne? Aber ich habe da meines Wissens nach nichts eingestellt. Die meisten Addons habe ich ja runtergeladen und einfach so gut wie unverändert draufgelassen, ne? Das kann ich dir echt leider nicht sagen, gerade. Ich brauche ja eh einen Port, weil meine Allies wieder überhaupt nichts freigespielt haben. Wir können ja gerade mal gucken, spaßeshalber, bei Add-ons, ob wir das gerade finden, all the things. Ach du Scheiße, das hier maybe? Vielleicht hier fehlt dir schon ein Häkchen bei, was für ein Ding, Completionist Mode oder so? Vielleicht das? Ansonsten, weiß ich nicht. Ich glaube, hier ist es auch nicht bei, oder?
Hier, vielleicht komm, das. Komm, du hast die Macht der Magie, flieg durch Raum und Zeit, spür die Energie, du besiegst das Böse und die Dunkelheit, kämpfe Sailor Moon, komm, du hast die Macht der Magie, flieg durch Raum und Zeit, spür die Energie, Mondstein, flieg und sieg. Oh Mann. Sailor Moon habe ich tatsächlich immer nur geschaut wegen meiner Cousine. Wir hatten ja dann immer Schulschluss, so gut wie gemeinsam sind wir zu Oma gegangen, haben da gegessen, bis unsere Eltern dann uns abgeholt haben und dann immer schön Anime, ganzen Tag, bam, bam, RTL 2, Junge. Und darum habe ich nicht nur Kickers und One Piece und so gesehen, sondern auch Doremi und Sailor Moon und wie es nicht alles heißt. So. Die eher Mädchen-Animes. Jetzt werde ich wieder geschlachtet von der Weeb-Community, aber in dem Moment waren es auch eher die Mädchen-Animes und Jan die Kamikaze-Diebin und so. Sowas habe ich dann alles komplett gegönnert, ne? Und es gab kein Entkommen. Es gab kein Entkommen. Wir hatten auch keine Smartphones, wir mussten sogar noch Werbung gucken. Wir konnten nicht subben und die überspringen oder uns währenddessen mit sozialen Medien beschäftigen, ne? Wir haben Wings Club, sowas, ja. Wir haben alles mitgenommen. Einfach alles, was da war. 2005 ist eine Erfindung der Echsenmenschen, glaube ich auch. Ich glaube, das existiert alles gar nicht. Und die Chemtrails, die haben uns das eingeimpft. Und Bill Gates war das hier mit Banaru, weißt du? Bill Gates hat Banaru erschaffen, Leute. Jetzt ist es raus. Ey, safe, ich finde heute noch eine Telegram-Gruppe, der ich das glaubhaft verkaufen kann. Top. Die Wette gilt. Lul. Shin-Chan, oh mein Gott. Shin-Chan habe ich mit meiner Oma sogar geschaut. Meine Oma, an dieser Stelle ein kräftiges Krebs, der Hurensohn, hat alles, was Anime ist, eigentlich nicht so gemocht und war so die klassische Kategorie von Oma, die jedes Pokémon als Pikachu betitelt, aber sie hat echt getried und Shin-Chan hat sie mega einen mit abgelacht und fand das super nice und dann habe ich mit meiner Oma immer Shin-Chan geguckt, wie er den Po-Boogie-Woogie tanzt, Alter, das war auf jeden Fall, das war chillig, das ist eine sehr, sehr nice Erinnerung. Ach man, Kalito, ja, Shin-Chan, ne, da sind wir. Oder hey, hey, Kalito, vielleicht auch das. Hey, hey, Maverick, was geht? Oder Nazael, wer wird der Nachfolger? Läuft Shin-Chan noch? Gibt's das noch? Weil ich war ja jetzt schon dabei, einen Nachfolger zu finden, ne? Müssen wir mal so ein Po-Boogie-Woogie-Casting machen oder so. Und habt ihr bestimmt alle richtig Bock drauf, oder? Ein bisschen mit dem Arsch zu dancen, so. Heute nennt man das ja Twerking und nicht mehr Boogie-Woogie. War eine andere Zeit auf jeden Fall, ne? Diese andere Zeit. Das dürfte bei ATT in dem Reiter Interface in den Einstellungen sein. Öffne das mal bei dir, damit er sieht, was du da drin hast. ATT Reiter Interface. Interface Add-on. Hier. Das hier. Okay. Ja, dann kann man es hier sehen. Müsst du noch schnell gucken, screenshotten, klippen oder wie auch immer. Und weil gleich ist, denke ich, weg, wenn wir Infight sind. Und das sind dann meine Einstellungen, die ich habe bei ATT. Dankeschön, dass wir das so schnell noch rausfinden konnten hier. Das waren genau die Animes, die ich auch geschaut habe. Ja, das liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass das auch ein sehr festes Programm war, was da lief. Ne? Ich glaube, sowas wie Naruto kam ja auch erst verhältnismäßig später, oder? Oder habe ich es nur viel später dann mitbekommen? Ich weiß es gar nicht, aber Naruto zum Beispiel habe ich erst nach dieser so richtigen Pokito um 13 Uhr Schulschluss und dann vom Fernseher parken Zeit mitbekommen. Keine Ahnung, wie alt bist du eigentlich? 25 geworden dieses Jahr. Ich habe mit meiner Oma immer Rammstein gehört. Meine Eltern waren da eher so, mach den Krach aus. Aber Oma war voll dabei. Ich vermisse die Frau. Oder Oma ist schon die Beste, auf jeden Fall. Denke ich auch verhältnismäßig oft irgendwie dran. Wie nice es einfach wäre, wenn meine Oma noch am Start wäre. Soll jetzt gar nicht mies theatralisch oder traurig werden, ne? Aber meine Oma war schon eine echt nice Frau einfach, ne? Und manchmal wäre es schon echt cool, wenn Krebs der Hurensohn nicht wäre, Alter. Statement ist da. Statement ist da. Wenn man nur Mock will, dann macht den Haken bei Completionist Mode weg. Wenn man bei Completionist Mode den Haken setzt, werden Items nicht ignoriert, die man schon von einem anderen Item gelernt hat. Wenn man den Haken nicht setzt, dann werden Items, deren Aussehen man schon von anderen Items gelernt hat, ausgeblendet. Adros. Okay, dankeschön für diese Zusammenfassung nochmal. War eine schöne Zeit, ja, auf jeden Fall. Also das ist ja generell immer so ein Punkt, über den wir immer und immer wieder reden, ja. Ob es wirklich diese Serie, dieses Spiel, diese Musik ist, die wir so geil finden nach wie vor, wie zum Beispiel Banaru oder Tokyo Hotel, Lul, oder ob es dann die Gesamtzeit war, ne? Einfach wirklich nach Hause kommen, überhaupt keine Pflichten, okay, vielleicht als Hausaufgabe irgendwie ein paar Kreise malen, um das O zu üben oder so, ja, oder zwei Seiten in der Lesefibel lesen oder so, was ist das, ne? Und dann einfach so mega unbeschwert einfach
existieren, ne? Das ist auch geil. Da verbinde ich auch eine sehr süße Nostalgie, einfach irgendwie mit meinem Cousin in eine fucking Videothek zu gehen und uns irgendein Nintendo-Game oder irgendein PlayStation 2-Spiel auszuleihen fürs Wochenende und dann eben einfach durchzuzocken. Schön chillig auf dem Röhrenbildschirm in Sitzkissen. Ja, war ja auch so die Zeit, die da mitschwingt. Das haben wir ja bei Classic auch immer gesagt. Ne? Da werden, glaube ich, viele auf die Nase fallen, haben wir gesagt. Weil es nicht das Game ist, was sie vermissen, sondern die Zeit, sich hinzusetzen, unbeschwert mit ihren Freunden einfach durchzuzocken, ja, und dann alles neu, alles entdecken, dies, das, so. Und das ist ja immer auch in Verbindung stehen. Das gehört ja irgendwie zusammen. Ich glaube, das ist super schwer zu trennen, ja. Ist einfach so. Oma hat immer am besten gekocht, ja, Mann, oder? Man kennt es. Die Lesefibel, Alter, hier werden Erinnerungen geweckt. Hatten alle dieselbe Lesefibel eigentlich oder gab es da auch Unterschiede? Ich glaube, meine war so blau und da waren so komische Clown, ich würde jetzt sagen Würmer drauf, so langgezogene Clown, so keine Ahnung, warum alle Kinder irgendwie Clown-Trauma haben. Und eine Katze und es war, glaube ich, noch irgendwas. Ich erinnere mich an so eine orangene Katze in meiner Lesefibel. Und so eine seltsame Clown-Wörber, aber vielleicht weiß ich nicht, was ich da geträumt habe, Alter. Keine Ahnung. Lesefibel mit Momo und Mimi. Und Mami, was jetzt los ist. Hießen die so? Ist eins davon die Katze? Das weiß ich leider nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr, aber. Momo? Okay. Krass. Krass, ey. Lesefibel. Holy fuck. Damals habe ich meine PS2 immer anlassen müssen, weil mir die Memory Card gefehlt hat und ich keine Lust hatte, bei einem Dragon Ball Prügelspiel immer von vorne zu beginnen. Boah, und es gab ein Dragon Ball Spiel, ich glaube für die PS1 sogar noch, oder? Wo man als Endboss dann immer nur richtig mit Son Goku gewinnen konnte, weil nur Son Goku irgendwie ein Moveset hatte, was so richtig an den Endboss rankam. Das war auch mega strange. Zumindest war es bei uns damals so. Und da gab es ja auch noch nicht so 1000 YouTube-Guides, ne? Da hast du Mogelpower und Spieletipps.de. Und wenn du Glück hattest, hat da einer geschrieben, der das Spiel anders durchgespielt hat. Ansonsten hast du Pech gehabt. Ansonsten bist du einfach abgekackt. Chromanic, hi. Schön mit 6 Jahren nach der Schule nach Hause, schön Zelda-Reihe auf N64, ne? Beste Leben auf jeden Fall. Lesefibel gab es bei uns nicht. Wir hatten Fu und Farah. Okay, siehst du, sagt mir zum Beispiel gar nichts, aber auch da haben wir dann Unterschiede. Die Fu und Farah-Fibel, okay. Auch interessant, ne? Guckt mal. Deswegen sind wir heute alle so unterschiedlich, weil die einen haben mit Mimi und den Clownwürmern lesen gelernt und die anderen mit Fu und Farah. Sehr interessant, siehste. Meine Lesefibel hatte Toni und Fine, die aus ihrem Alltag Dinge beigebracht haben. Noch mehr Verschiedenes. Alter, die Fibeln. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr, alles was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist, ja, greif nach den Sternen, du bist bereit, glaub an dich, bald ist es soweit, wir werden bei dir sein, sei bereit. Die Emotion, die Emotion in der Stimme, herrlich, oder? Warum die überhaupt früher richtige Sänger engagiert haben für die Intros, man hätte es einfach im Translator einspielen können. Ah, Digimon, kack gleich meine Stimme ab hier, Digimon, Junge. Sehr, sehr schöne Sache. Firnen, Dankeschön für diese Donationen. Da sind wir wieder bei den Openings, ne? Da bin ich so perplex, es hat mir sofort meine Stimmbänder genommen. Belastend. Gallivia, hallöchen. Ich kann bis heute nicht lesen. Ja. meine Lesefibel war aus dem Pennymarkt, ja. Da waren keine Wörter drin, waren nur Zahlen. Kann bis heute nicht lesen. Scheiße gelaufen, Freunde. So ist das Leben. Seht ihr, so unterschiedlich ist das sogar. Wir hatten nicht nur unterschiedliche Lesefibel-Charaktere, sondern einige hatten so beschissene Fibeln, die können bis heute nicht lesen, Freunde. Es ist wirklich ganz, ganz traurig. Ich habe damals mit meinem Kumpel immer schön auf der PS2 Budokai Tenkaichi 2 gespielt. Das waren Zeiten. Teilweise sind wir so in dem Spiel abgegangen, dass wir das Gummi von den Steuerknüppeln in den Controllern abgenutzt haben und Blasen beim Drehen an der Hand bekommen haben. Das waren so geile Matches, heftig, ne? Da hat man alles gegeben einfach in diesen Games. Sehr, sehr cool. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Rentnerclub. Wie in einem Rentnerclub, ja. Mit den Nostalgie-Kicks des Jahrtausends. Ist wirklich so. Aber ist ja auch schön, ne? Zum Sonntag mal ganz auf entspannt. Finde ich nice. Absolut. Wir haben die Tobias gehabt.
Die Tobias, okay. Vielleicht hatten einige auch die Lesebibel, ne? Und so steht es im Testament, musste man dann in der ersten Klasse lesen. Auf irgendeiner privaten, sehr kirchlich angehauchten Schule. Lul, aber schon interessant, wie viele Unterschiede es doch da auch gibt. Sicherlich wieder Ost-West und Bundesland unterschiedlich. Und in Bayern hatte man dann bestimmt die Weißwurstfibel oder so. Ganz klassisch, ja. Schön stereotypisch, Junge, einfach durchgezogen, das Programm. Großartig. Ach Mensch, apropos, großartig, liebe Leute. Schaut mal, unsere guten Freunde von Hero Systems sind am Start mit einem fetten Cheering. Erstmal dick die 5000 Bits auf meinen Nacken. Und da bin ich ja beflügelt. Leute, meine Lunge, meine Stimmenbänder, meine Seele wie auch mein Herz. Denn ich habe ein Anliegen. Und jetzt sagt ihr, es ist kein Problem, Bruder, bei mir steht er auch nicht immer. Aber darum geht es gar nicht. Denn wenn ihr jetzt sagt, boah, so flüssig wie der auch spielt. Ah, ne Junge, das wäre herrlich. Das mit Shadowlands wäre ein Träumchen. Hab gespart sowieso auf einen neuen Rechner, suche ein geiles Angebot. Dann jetzt Ausrufezeichen Rechner und oder Ausrufezeichen Rocktober einmal in den Chat und alle Infos für euren neuen Traumrechner abrufen und auf der Homepage von Hero Systems, meinem lieben Sponsor, finden. Momentan tolle Angebote, dicke Rabatte, ja, 10% auf Nacken oder gleich Cyberpunk mit dazu. Und richtig schön jetzt nochmal gönnen, bevor Shadowlands kommt, dass man da problemlos reinsuchten kann. Oder Cyberpunk eben, oder Assassin's Creed, Alter, so viele geile Games. Seid ready, Leute. Werbung am Start. Kuss geht raus. Dankeschön. Das schlechte Gewissen sollte langsam beruhigt sein. Wie es so ist, ja, wie es so ist. Dankeschön, Dankeschön. Schaut gern mal rein. Machst du YouTube und Streaming hauptberuflich? Yo, ich bin momentan selbstständig mit vielen verschiedenen Sachen. Ja, ich mache auch Hörbücher, immer noch Podcasts nebenbei. Aber es ist diese mediale Schiene, die ich auslote jetzt seit was sage ich denn eigentlich immer? Zweieinhalb, langsam 3 Jahren oder so. Ja, und da bin ich aktuell aktiv und freue mich auch sehr, dass das so funktioniert. Ne? Dankeschön an dieser Stelle an alle Supporter und natürlich meinen lieben Sponsor. So, ich will noch Schaden drücken, Leute. Ich will noch ein bisschen jetzt. Achtung, da kommt der Charge voll in die Fresse. Leute, ihr wisst auch, was los sein wird, wenn jetzt wirklich im letzten Run, der auch noch auf Ali's Seite ist, das Mount droppt, ne? Ihr wisst, dass die blauen Brüder und Schwestern dann erstmal ein ordentliches Paket zu tragen haben. Aber das kann denen ja egal sein, denn sie haben dann einen Raptor. Und wir machen nach Nachtfestung auch nochmal 1-2 Runs. Kann doch nicht sein, dass der Raptor wieder nicht droppt. Und das war beim Tiefenpool auch so, ne? Haihappen, als wir die Freihafen-Runs gemacht haben. Also machen wir ja generell schon seit Monaten, gefühlt Jahren, immer und immer wieder nach verschiedenen Runs im Stream. Aber jetzt die Samstage haben wir ja gezielt immer nur diese BFA-Dungeons gerockt auf plus 0 für die Mount-Chance. Und Haihappen war gnädig. Haihappen hat gesagt, Leute, solide. Ja, ich bin am Start und die anderen beiden, der Krog ist erst am Sonntag auch im letzten Run gedroppt, obwohl wir Samstag schon angefangen haben zu rennen. Und vielleicht ist es beim Raptor auch so, wir werden sehen. Machst du Nachtfestung auch auf Ali's Seite? Jo, unsere T-Mog Raids ist in der Regel einmal Horde, einmal Ali's Seite. Mittwochs immer Antorus, sonntags immer Nachtfestung. Dazwischen, wie wir Lust und Laune haben. So, wir sind auf dem Weg zum Endboss. Ich freue mich, dachte ich. Das wäre auch geil, wenn wir es jetzt komplett verbuggt hätten, sodass einfach die Brücke nicht hochfährt. Und dann haben wir einen wunderschönen Run. Wir haben einen wunderschönen Heiler im fucking mythischen T20 mit dem guten alten Wappenrock von der zerschmetterten Sonne, Leute. Das war mein erster geiler Titel, den ich mir damals erspielt und erkauft und ergaunert habe gleichermaßen. Wenn ich das sehe, ist auch WoW-Nostalgie, ne? Großartige Geschichte. Und deswegen muss das jetzt einfach kommen. Ey, wie viele Runs haben wir insgesamt gemacht? Ich sag mal mindestens 12, oder? Und bei Run Nummer 12, da muss man ja wohl mal am Start sein und sagen, ey, ich lasse den Raptor fallen, oder? Aus Anstand. Ich erinnere mich tatsächlich gar nicht an die alten Zeiten, hatte leider nie einen Computerzugang. Das erste Mal habe ich zwei Minecraft-Let's Plays geschaut und dachte, es wären zwei verschiedene Games, weil es einen anderen Titel hatte. Dann kam WoW, seitdem ist es nur noch bergab gegangen. Ja, ich glaube, das ist ein lebenslaufartiger Text, den wir in großen, großen prozentualen Anteilen komplett nachvollziehen können, war bei mir ganz ähnlich, ne? Wir waren ja echt auch noch draußen, ne? Wir waren draußen mit Stöckern im Wald und so und dann kam irgendwie diese Playstation-Zeit, dann kam Bugs Bunny auf der PS1, dann kam die PS2 mit Ratchet & Clank, dann kam Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde, dann kam die PC-Zeit, ja, und dann kam halt WoW und seitdem ist eigentlich Feierabend. Seitdem ist vorbei, Leute.
So sieht's nämlich aus. Xenia, hallöchen. Ist WoW nicht tot? Ja gut, wie's Internet halt, ist WoW natürlich an sich eine Totgeburt gewesen, was das angeht, ja. Und dementsprechend haben wir trotzdem unseren Spaß und tanzen auf dem Grab. Was soll's, ne? Das war so und das wird höchstwahrscheinlich auch immer so bleiben. Ihr wart draußen, ja, hin und wieder. Hin und wieder. Selten, aber es kam tatsächlich vor, es sollte vorkommen. Leute, kein Mount, ne? Kein Mount. Aber wir können uns nicht mal schlecht fühlen, weil wir haben echt alles gegeben, ja? Das ist einfach der Raptor. Der Raptor, der falsch liegt, Leute. Oder ich hätte ihn sogar eingelegt. Schön mit ein paar sauren Gurken oder so. Aber nee, wie viel I.O. braucht man für draußen? Gar nichts. Du musst dich einfach nur frei fühlen und dann kannst du da ganz nach Gefühl auf spontaner Basis komplett eskalieren. Gut, liebe Leute, damit sind wir am Ende von unserer Morning-Stream-Hälfte. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch heute. Vor allem mit dieser nostalgischen Schiene war ein wahres Fest. Oh, da musste ich richtig schwitzen vor Lachen, weil das ist immer so bescheuert, wenn viele Leute sich an solche Sachen erinnern. Ich finde das einfach herrlich. Denn aus jeder Ecke kommt noch irgendein Baustein für dieses gesamte Konstrukt. Wirklich geisteskrank. Haben wir heute die neue Remnant-Folge angesehen? Zu gut. Ja, das freut mich, wenn sie euch gefallen hat wenigstens. Bin auf den nächsten Part gespannt. Hab den Solo gemacht, kann es so gut nachvollziehen. Das war meine Hoffnung, ja. Freut mich sehr zu hören. Versuch mal heutzutage Kinder dazu zu bringen, rauszugehen und mit Stöckern zu spielen. Die kommen doch gleich mit ihren Menschenrechten und sagen, das sind lebenswichtige Grundrechte drin zu spielen, ja. Stöcker schränken meine Freiheit ein. Wann können Stöcker in Deutschland endlich wieder frei sein und so weiter. Ach Leute, verrückte Zeiten. Und wegen diesen verrückten Zeiten ist es mir immer wieder ein besonderes Fest, dass wir hier in dieser Form so schön zusammenkommen, ein bisschen Spaß in-game haben, uns schön unterhalten mit den verschiedensten Themen, so auch heute wieder. Wer neu dabei ist, wir streamen jeden Tag. Circa 16 Uhr. Updates dazu findet ihr immer im Streamtitel oder auf Twitter, Social Media, YouTube und Co. Auch da übrigens täglich 2 neue Videos. Alles unterm Stream verlinkt. Schaut gerne rein. Jetzt erstmal Mittagspäuschen und dann hören wir uns, wenn ihr wollt, um 16 Uhr wieder mit mindestens 2 Runden Nachtfestung. Natürlich eine auf Hordenseite, eine auf Ali-Seite und dann gucken wir, wie es zeitlich, lusttechnisch und so noch aussieht. Das war's von mir. Vielen Dank für den schönen Stream. Vielen, vielen Dank für euren tollen Support und wenn ihr wollt, dann bis später, wenn wir uns nicht mehr hören, kommt gut in die neue Woche. Bis denn, tschüss.